selbst den Anspruch haben, da in der Hinsicht dominierend zu sein. Aber das werden wir dann sehen. Wir starten mit D-Cash, wie gesagt. Man vergleicht sie gerne mit der 2, weil es auch so eine Gather-Map ist, die man sehr oft an einem Mix spielt. Aber eigentlich, wenn wir ganz fair sind, müssten wir sie mehr an die Mirage-Schiene schieben. Ja, ja. Aufgrund dieser Mitte, die man erst einnehmen muss. Auf der Terror-Seite, auf der 2, hast du die Mitte eigentlich meistens für lau. Und dann natürlich diese Execution-lastigen Geschichten. Und es geht direkt offensiv in die Main rein. Existence. Markelov zieht da gut ab. Markelov, da geht's direkt gut los. Ja, die alte Piste-Legende. Und da ist natürlich noch mehr übrig. Jetzt der XMS, der möchte auch nochmal ein Wörtchen mitreden. Also sehr interessanter Push hier. Oh, gute zwei Mann in die A-Main, zwei Mann in die Tür. Das lässt natürlich den B-Spot ziemlich offensiv. Mistu hatte da die undankbare Aufgabe, den Gegner aufzuhalten, beziehungsweise zumindest etwas zu reduzieren. Und jetzt muss man sich dann dementsprechend in den Retake begeben. Flipside steht eigentlich ganz gut gegen den Retake jetzt. Es kommt allerdings eine Smoke, die LDLC sehr gut nutzen kann. Blade macht trotzdem nochmal einen guten Hit durch die Smoke gegen Existence. XMS der einzige Spieler bei LDLC, der noch mit 100 HP überlebt. Jetzt geht's nach vorne. Waylander hat sich sogar die Dualis geschnappt. Electronic macht den Doppelkill. Am Ende ist es Waylander, der halt einfach nicht nachladen muss mit den Dualis. Zum 1:0 für Flipside Tactics. Ich glaube, die zwei Frags von Markelov in der Tür haben das Verschieben von LDLC doch mehr verzögert, als wir uns das vorstellen können. Und Flipside hat sehr schnell reagiert und vor allem auch sehr schnell den B-Go nach diesen Frags und vor allem nachdem Markelov gefallen ist, ausgeführt. So, und jetzt gehen wir in die Forceball-Runde von LDLC. Die Deagle bei XMS. Toinu verzichtet auf Kevlar, möchte natürlich in der vierten Runde die AWP in der Hand haben. Alex mit dem Blick in die Mitte, der Brite unter den Franzosen im Spiel. Wird allerdings französisch gesprochen, hat im Interview gesagt, dass er 10 Jahre lang in Frankreich gelebt hat. Der also Brite unter den Franzosen? Ja. Klingt eigentlich eher gut, ist es aber wahrscheinlich nicht. So rein von der Historie. Die Franzosen haben in CS auf jeden Fall schon mehr Erfolge gefeiert, ja, das stimmt, als die Briten. Aber Alex macht ein gutes Turnier bisher, also sehr solide. Ein, zwei Aktionen dabei gewesen, die wirklich schön von ihm waren, wo er seinem Team sehr gut geholfen hat. Ich meine, LDLC musste zwar übers Lower Bracket in der Gruppenphase, aber es hat funktioniert am Ende. Und ich glaube, selbst diesen Playoff-Einzug wird LDLC hier schon als Erfolg verbuchen. Und jetzt Existence einen kleinen Kampf an Kurz, macht da gut Schaden, World Edit kommt mit 3 HP davon. Ich glaube, es war der Kampf gegen Blade. Ja, Blade hatte da auf 12 HP geschossen. Ich sehe da noch Chancen für LDLC. Je nachdem, wie die Frags jetzt fallen, könnte das noch eng werden. Aber Flipside bewegt sich gut, bewegt sich auf einen leeren Spot. Sollte, wenn da keine großen Fehler passieren, halbwegs gehen. World Edit und Blade sind die einzigen, die ein bisschen problematisch dastehen. Die dürfen natürlich nicht riskieren, dass ihre Waffen in die Hände der Gegner fallen, wenn sie denn gepickt werden. LDLC mit wenig Einstiegsmöglichkeiten hier in Richtung Spot. Können sich höchstens überlegen, ob sie die Waffen vielleicht versuchen, in die nächste Runde mitzunehmen schon. Es sind immerhin 2 Rüstungen, die man dort mitnehmen könnte. Deagle, P250. Also vielleicht kann man Toinu nochmal abstellen, der den Gegner noch verzögern könnte. Es sind jetzt noch 2 SMGs dabei. Die können auf der anderen Seite von Flipside natürlich noch auf die Jagd geschickt werden. Einfach um eventuell nochmal Geld zu farmen, $600. Wir würden da noch winken, aber es sieht so aus, als ob sich beide Seiten relativ vorsichtig verhalten. Flipside natürlich zufrieden, wenn sie hier 5. Mann durchbekommen. Das ist ein Geldpolster, was man da aufbauen kann. Und LDLC kann dann in der nächsten Runde nochmal einen halben Force-Buy spielen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sie das bisschen Equipment da noch durchhaben. Darf natürlich trotzdem kein Geld ausgegeben werden, denn sie brauchen das für die nächste Runde. Und die wird auch so schon dann niedrig genug equipped sein. Ja. Also da ist dann höchstwahrscheinlich so irgendwo kein Helm oder in den meisten Fällen kein Helm vorhanden und die Fuse-Kit wird fehlen. Einzige Frage, Toinu hat keine Rüstung gekauft, könnte sich sogar vielleicht dann auf die AWP einlassen. Ja. Ich sehe hier eigentlich nur in diesem Best of 3 insgesamt die Chancen für LDLC, wenn sie hier auf Cash gewinnen und vielleicht auch einen Überraschungserfolg auf Nuke feiern können, aber Flipside ist auf Nuke echt nicht schlecht. Und wieder eine schnelle Mittelkontrolle für Flipside. World Edit geht da kurz hoch. Auch erhält den Winkel leider bei Existence mit 2 starken Shots.
Er macht den Track gegen World Edit. Waylander arbeitet sich hier Richtung B vor. Da steht LDLC zu dritt. Die Smoke Richtung CT. Jetzt hat XMS noch einen Frag gegen Waylander gefunden. Die Runde wird immer gefährlicher für Flipside Tactics. Mist 2 trifft aber nicht direkt mit der Deagle. Kommt immer wieder rein. Da ist der Headshot. Und der zweite hinterher. Beim dritten ist dann Schluss. Aber es ist ein 1 gegen 3 für Electronic. Der erst nochmal nach hinten abzielt. Macht den Frag gegen Toynu, der da halt ohne Refrag-Möglichkeit sitzt. Eigentlich kein gutes Positioning von ihm in dieser Situation. Und Electronic hat die Bombe auf dem Rücken und wechselt den Spot. Und dadurch erhöhen sich seine Chancen, die Runde zu holen, aber LDC kann sich hier erstmal mit UMPs ausstatten. Ja, da müsste eigentlich noch mehr liegen, irgendwo eine AK sogar im Angebot, denke ich. Ja, da wollte natürlich Toynu auf der einen Seite überraschend sein, aber es ist in vielen Situationen gut, den Überraschungseffekt zu bringen im 1 gegen 1 oder sowas. Aber wenn man 3 gegen 1 hat, sollte man lieber schauen, dass man zusammenspielt. So hat der Electronic da diesen einen Frag gegeben. Das ist eben das, was du als Einzelspieler möchtest. Du möchtest Einzelduelle. Jetzt kriegt er auch das zweite Einzelduell. Alex ohne große Möglichkeit, dann Backup zu haben. Zum Glück für LDLC's Existence halbwegs sicher. So dass es das 2:1 gibt. Das natürlich durch Mistus Deagle Headshots eingeleitet wurde. Und ah, das ist bitter. Da kann man nicht so viel machen gegen. Sie haben ihn nicht festgenagelt bekommen, hätten ihn natürlich direkt ausschalten müssen, um eventuellen Schaden zu verhindern. Hier sehen wir das nochmal. Steht an dieser Kante, wo nur sein Kopf größtenteils rüberschaut. Und dementsprechend hat Mistu natürlich gute Chancen, da ein bisschen was am Damage zu machen oder zumindest länger zu überleben. Egal, nichtsdestotrotz, gerade diese zweite 5-Mann-Runde von Flipside, die ermöglicht es ihnen hier nochmal nachzukaufen. Volles Equipment, sogar mehr oder weniger AWP im Gepäck. Und dann werden wir World Edit gegen Toynu unter Umständen sogar bald sehen. Ja, World Edit wird direkt hochgeboostet. Da liegt die Smoke, die von Flipside geworfen wurde. Löscht den Molotov und gibt dabei noch ein bisschen Deckung, wenn man weiter nach vorne will. Also sehr schöne Smoke, die man da herausgefunden hat. LDC macht hier diesen Turm auf dem B-Spot, der mit etwas Glück einen sehr leichten Frag gegen Sunroom liefern kann. Toynu soll die Mitte halten. Und ich habe schon mal gesagt, das mit der AWP ist andere als eine leichte Aufgabe, weil du immer den Blick nach links werfen musst. Und da wird er falsch erwischt. Blade macht aber einen sehr starken Headshot, sodass Toynu kaum Zeit hat zu reagieren. Electronic pusht jetzt weiter durch, ist an kurz oben ein Spieler, das ist Markelov hinten in der Tür. Der lenkt jetzt noch ein bisschen ab, macht sogar noch einen guten Hit gegen Alex. Der hat hier eine ganz schwere Aufgabe, ganz allein am Spot. Ich glaube, er hat noch gesehen, dass jemand hoch ist. Nee. Er muss wirklich mit der Kante da aufpassen. Jetzt hat Blade den Frag oben gemacht. Alex kann nicht richtig rumziehen. Was soll er da tun? Zieht dann Richtung Main raus und da steht Blade nochmal bereit. Und es ist nur noch XMS. 1 gegen 4 und was soll er in der Situation jetzt bitte machen? Da liegt zwar noch ein Kit, das ihm 5 Sekunden extra bringen würde, aber er bleibt da ganz defensiv, will hier nur noch Schaden gegen Flipside Tactics machen. Und ein Frag holt er noch, sieht da oben auch noch Markelov. Das Problem ist, dass er jetzt ebenfalls bekannt ist und da wird Flipside natürlich auf den Frag gegen XMS aus sein. Und sie machen ihn. World Edit sichert sich den Kill. Und damit ist LDLC jetzt resettet worden. Vielleicht dadurch, dass man eine Eco gewonnen hat, noch ein bisschen Geld drin, um vielleicht nur eine Eco machen zu müssen. Weiß ich nicht, die Runde war halt auch relativ teuer. Ja. Da hat man ja auch nur mit einem Mann überlebt. Das heißt, es konnte nicht so viel durchgebracht werden. Sie gehen in den Force bei Toynu mit der AWP, da ist die Hoffnungsarbe. Und im Prinzip sah die Runde eben wieder ein bisschen zu einfach aus schon. Blade, okay, der schaut Richtung Kurz, auf den kann man sich eigentlich nicht verlassen, dass man die AWP out-aimt. Aber ansonsten war das sehr simpel, Kurz hoch, die Spieler angegangen, die da auf dem, oder der da auf dem Spot stand, der zweite dann wollte über die CT-Base noch helfen und dann werden sie einer nach dem anderen in die Zange genommen. Also, bisher Flipside schon etwas besser unterwegs, eine ganze Ecke sogar. Einzige Ausnahme natürlich diese Eco-Runde. Oh, da ist der Schuss an Mistu vorbeigegangen. Der wird sich jetzt wahrscheinlich freuen, dass er da ein, zwei Leute mitnehmen kann. Ah, bitter gefunden worden von Markelov. Ist ihm da aus dem Augenwinkel sicherlich noch aufgefallen. Und jetzt ist natürlich schon der AWP-Save vielleicht eine Option, über die man nachdenken sollte. Der B-Spot ist, denke ich, nicht mehr groß zu retaken. Electronic ist schon auf der anderen Seite der Map, um eventuelle Saves dort zu verhindern. Sie wissen von der AWP, der hat schon zweimal geschossen, das darf eigentlich niemandem entgangen sein.
Naja, so wird man ihn da sicherlich noch auf die Pelle rücken. Da irgendwo sitzt er, das hätte ich gar nicht gesehen. Ja, treffen die sich nicht, die beiden? Ach nee, der sitzt in der CD-Base unten. Ja. Na, Tonio natürlich eine gute Position, um nicht überrascht zu werden. Ein bisschen zu früh die Flash geworfen von Existence. Unglücklich. Oh, Tonio, jetzt hat er ein Problem. Jetzt hat er ein Problem. Die werden sich noch kurz sammeln. Flash rum. Und das ist ein Todesurteil. Ja. 4:1. Also Flipside auch hier ziemlich sicher gegen die Force-Bay-Runde. Auch die AWP konnte keinen großen Schaden anrichten. Und so werden sie wohl durch die Eco müssen. Die Jungs von der LDC. Zusätzlich die AWP halt auch noch down gegangen. Toinu hätte die natürlich gerne in die nächste Runde gebracht. Wäre vielleicht noch besser gewesen, er hätte sich einfach defensiv verhalten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Flipside die Position... Also die CT Base auf jeden Fall gecheckt hätte. Flipside spielt wirklich Heads up und LDLC macht wieder ihre Mitte-Eco, wo sie vier Leute unten an die Sandsäcke stellen, alle hintereinander. Und dadurch können sie halt sehr schnell in den Rücken der Gegner fallen, während die gerade den Spot einnehmen. Und Flipside Tactics hat jetzt an B schon viel Druck gemacht, ist sogar über Mitte in den Schacht. Und da schieben sie jetzt alle hinterher. Blade zielt ab, kriegt direkt einen Headshot, er drückt da auch noch durch, macht den zweiten Kill, aber da ist dann der Frag von Mistoo. Und er bekommt direkt auch World Edit. Waylander zieht rum, sein Spray sitzt. Mistoo und XMS sind down, da ist es nur noch Existence, der verzögert über den Schacht nachschiebt. Waylander mit dem dritten Kill. Aber die Idee eigentlich ganz schön, schnell Richtung B-Spot zu agieren, über den Schacht reinzugehen mit geballter Power, auch wenn das ein kleiner Flaschenhals ist, dieser Schacht, wenn man da mit vier Leuten durchgeht. Da sieht man es auch, es wird geblockt, weil die vorderen Leute schießen, der hintere kann nicht sehen. World Edit hatte keinen Helm, deswegen ist er so schnell geplatzt. Mich schon ein bisschen gewundert, dass Mistoo ihn einfach mal eben mit der USP wegnimmt. Na gut, also 5:1 steht's und Flipside weiter mit dem Versuch hier auf Siegeskurs zu gehen. Bisher keine großen Fehler gesehen. Markloch zielt auch wieder ab und der hat da wirklich ein sehr sicheres Aiming, was das angeht. Mistoo wird hinten rausgefeuert, aus seinem Loch rausgejagt. Und dann würde XMS natürlich immer aggressiver sein müssen. Kann sich zumindest Waylander schnappen. Der findet er mehr oder weniger alleine vor B. Aber das Ganze natürlich nur als Informationsbeschaffung, Schrägstrich Ablenkung gedacht. Weil der eigentliche Go, der soll hier auf dem A-Spot stattfinden. Und es sieht so aus, als ob sie da ohne Probleme raufkommen werden. Existence ist ja einziger Unfallort, aber der wird hier durch die Smokes komplett rausgenommen. Ja, kassiert dazu auch noch eine HE. Zumindest ein bisschen Schaden konnte er machen, aber dadurch, dass World Edit jetzt Alex geholt hat, entscheidet sich LDLC wieder zu saven und sie geraten langsam aber sicher in so einen kleinen Money-Strudel, der hier auf der CT-Seite von Cash richtig bitter enden kann. Denn aktuell sieht es nicht so aus, als wäre LDC schon richtig aufgewacht. Vielleicht auch noch ein bisschen Jetlag in den Knochen, denn sie waren ja in Burbank bei den ESEA Mountain Dew League Finals. Darf man nie außer Acht lassen, sowas. Jetlag kann einen schon ordentlich zerreißen. Auch was den Schlafrhythmus angeht. Vor allem was den Schlafrhythmus angeht. Ja, Flipside natürlich auf der Jagd. Wenn wir hier Existence oder XMS noch finden, dann wäre das doppelt bitter für LDC. Denn mit einer M4 und einer AWP vielleicht an verschiedenen Positionen, an den verschiedenen Spots aufgestellt, könnte man da vielleicht noch was halten. Aber Flipside Tactics spielt gerade wirklich gut und vor allem Heads up. Jede Ecke wird gecheckt, auf alles wird aufgepasst. Und da kommt auch schon das Timeout von LDLC. Ja, die Stimmung ist dementsprechend ausgelassen natürlich bei den Jungs von Flipside. Müssen sich bisher überhaupt keine Gedanken machen. Na. Das Spiel von vorne bis hinten unter Kontrolle. Die eine Runde, die LDLC bisher hat, die haben sie nicht taktisch erarbeitet. Die ist durch diese Deagle-Aktion entstanden. Na. Das ist der einzige Grund gewesen. Nicht der einzige, aber der Hauptgrund gewesen, dass es soweit überhaupt passiert ist. Und naja, LDLC braucht jetzt dringend neue Impulse, um da vielleicht mal ein bisschen gegenzuhalten. Sie werden taktisch auf jeden Fall an die Wand gespielt. Sind oftmals auf dem falschen Spot, wie oft da auf einen leeren A-Spot draufgerannt wird. Oder auf einen zumindest spärlich verteidigten A-Spot. Wird es echt übel. Ich glaube, LDC muss den Fokus einfach mehr auf den Großen legen. Ob sie wollen oder nicht. Das Problem ist, der B-Spot sieht auch nicht so wahnsinnig sicher aus. Aber ich glaube, es wäre besser, ein bisschen mehr Fokus auf den A-Spot oder vielleicht auf die Mitte zu legen. Um einfach etwas flexibler zu sein in der Ausrichtung. Weil der B-Spot ist meistens so einer, den
kann man schwer verstärken. Beziehungsweise, wenn man sich committet, den B-Spot zu decken, dann muss man es richtig machen. Ja. Und das bedeutet, der A und Mitte leidet darunter. Wenn du aber in der Mitte ein bisschen aggressiver spielst oder ein bisschen mehr deckst oder auch Richtung A ein bisschen mehr deckst, kannst du über den Highway relativ schnell beide Positionen verstärken. Ja. Und deswegen hat man einen größeren Teil der Map unter Kontrolle, wenn man seinen Fokus mehr auf den A-Spot legt. Und das... Wir hatten jetzt schon, glaube ich, zwei Runden, wo Flipside Tactics Richtung B-Spot nur ein bisschen gearbeitet hat, da trotzdem ihre Frags bekommen haben und dadurch die Rotation Richtung B halt schon vorhanden war bei LDLC und das hat Flipside dann schon ausgenutzt. Also Flipside kann aktuell mit LDLC wirklich spielen. Schafft es, LDLC immer dazu zu zwingen, Spieler vom A-Spot wegrotieren zu lassen? Wir hatten in der Pistol Round ein aggressives LDLC gesehen, das wir in Ansätzen in der ersten Waffenrunde gesehen haben, als Toinu mit der AWP in den Türraum rein ist. Toinu ist aber immer noch nicht ganz wach, finde ich. Also er trifft noch nicht so, wie er das gestern getan hat. Aber ich glaube, auch gestern hat er, glaube ich, eine Map gebraucht, bis er wirklich on point war. Das war nicht von Anfang an so. Das ist ein kleiner Spätzünder. Das kann sich aber LDLC hier absolut nicht erlauben in der Richtung. Da unten rechts kommt die Waffe raus. Jawohl, leichte Beute. Da stehen sie zu zweit oder zu dritt in der Mitte. Aber das Positioning, das ist alles andere als optimal. Wird man relativ leicht ausgehebelt mit hier so einem Go. Ich weiß nicht, was die drei dort vorgehabt haben, wenn ich ehrlich bin. Sollte das ein Boost werden oder wie hatte man sich das Ganze überlegt? Fehlende Smokes haben da bestimmt auch ihren Teil zu beigetragen. Und so wird man einfach komplett zerschossen. Junge, was ist mit LDLC los? Das können sie sich nicht erlauben. Hier auf Cash wäre es so wichtig gewesen, dass sie direkt ins Spiel finden. Guck dir das mal an. Da war ein AWP, die da dort reingezielt hat. Und dann stehen die anderen beiden da. Die sind alle drei am gleichen Ort gestorben. Und von Kreuzheuer keine Spur. Und sie ziehen alle in die gleiche Richtung. Also keine Smoke in der Mitte. Ja, die hat man offensichtlich oder zu weit geworfen. Ausgelassen, um mit der AWP dort reinzuziehen. So war irgendwie der Plan. Flipside kann aber mit dieser Smoke, die sie eben an den Boost werfen, so viel Tempo am Boost machen. Ich glaube, da ist LDLC überhaupt nicht drauf gefasst. Und vielleicht packt Flipside Tactics jetzt hier auch so eine kleine Taktik aus, die sie im Major zeigen wollen. Aber normal würde man sich das natürlich aufheben. Ja. Aber es ist, ich finde, diese Smoke ist halt stärker, als sie den Anschein macht, weil sie... Klar, die verhindert, dass du oben abgemollied wirst, dass du und hast die Option auf einen schnellen Booster. Du kannst nicht gut abgezielt werden, du hast den Vorteil, dass du über die Smoke drüber gucken kannst. Also nutzt diesen Bug der Smoke dann im Endeffekt aus. Also die Smoke hat so viele Vorteile für Flipside Tactics, die können sie jede Runde werfen und dadurch fast immer die Mittekontrolle über den Booster einnehmen. Und die Runde machen sie es nicht. Das Einzige, was die Smoke nicht kann, ist so schnell sein, dass man richtig rushen kann. Ja. Die ist, glaube ich, ein kleines bisschen zu spät. Man könnte ja im Normalfall einen schnell an den Booster setzen und dann zwei Leute hochpushen. Das ist fast wie ein Rush. Aber wie gesagt, die Smoke braucht da, glaube ich, noch eine Sekunde oder sowas länger. Aber das macht eigentlich nichts. Den Vorteil, den man da bekommt, der gleicht das locker wieder aus. Ja, Makeloch. Jetzt haben sie ihn ja doch erwischt. Es kommt auch keine richtige Gefahr rüber. Nee. Ich habe nie das Gefühl, dass sich Flipside da groß Gedanken machen muss oder Angst haben muss. Ich meine, sie spielen das solider und sicher runter, aber es gibt halt, es ist ein Unterschied, ob du Angst vom Gegner hast oder ob du einfach nur eine gewisse Sicherheit ausstrahlst und ich denke, das macht hier Flipside ziemlich deutlich. Ja. Smoke auch noch Richtung Laster, dann wird durchgepusht, dann wird er abgefarmt. Das sieht momentan wirklich nicht nach großen Chancen für LDLC aus. Ja, die werden hier gerade richtig abgefrühstückt von Flipside Tactics. Ich hatte gehofft, dass sie ein bisschen mehr, dass sie jetzt am Anfang vor allem ein bisschen mehr Gegenwehr leisten. Weil wenn jetzt Cash schon deutlich weggeht, dann sehe ich ziemlich schwarz für die Franzosen. Dann tippe ich auf das 2:0. Also wenn die Franzosen ihren eigenen Map-Pick nicht gewinnen, auf Newcomb haben wir beide gesagt, ist Flipside Tactics wirklich eine Hausnummer. Und wenn LDLC halt hier schon auf einer Map, auf der sie sich wahrscheinlich wohlfühlen, sonst hätten sie nicht gewählt, kein Land sieht. Aber wir sollten den Tag nicht vor dem Abend loben. Sowas kann schnell mal passieren. Aber es ist auch die Art und Weise, wie Flipside Tactics das jetzt wirklich macht. Du hast das schon angesprochen. Mit sehr viel Sicherheit. Alles, was sie spielen, funktioniert. LDLC wehrt sich eigentlich gar nicht. Versuchen recht unorthodoxe Sachen.
Ein Spieler ist im Schacht drin. Mistou macht den Winkel nochmal etwas spitzer. Und dann fliegt der Molotow zu ihm hin. Die HE macht ihm nochmal gut Damage. Also auch diese Granaten-Kombo von Flipside Tactics hat schon ihre Wirkung gezeigt. Und da zielt World Edit gleich an. Aber Mistou gewinnt das Duell. Hat da erstmal den Vorteil, weil er früher anzielt. Das sollte man in der Regel hinbekommen, wenn der Gegner nicht hundertprozentig weiß, wo du stehst. Dann kann er auch nicht groß vorziehen, muss also kurz korrigieren. Und in der Zeit hat man mit AWP meistens genug Zeit zum Abdrücken. Das Ganze nochmal versucht werden. Mistou wird aus dem Schachtgang verjagt. Und ich dachte für einen Moment, dass da die AWP gepickt werden soll. Markelov zum Beispiel kann auch sehr gut AWP spielen. Das ist normalerweise kein Problem. Waylander, jetzt geht's mit raus. Jetzt haben sie jemanden close und das ist ein kleiner Unterschied. Alex kann da viel Schaden machen, vorne an der Kante, die Flash unterstützt hier nochmal, da ist von hinten irgendwo eine reingekommen. Ich habe sie nicht genau gesehen, aber Blade war definitiv blind. Und so hat sich Markelov hier ein ziemlich ungünstiges 1 gegen 5 vor die Nase setzen lassen. Also das sollte die erste richtige erkämpfte Runde von LDRT sein, wo sie es mit einer guten Deckung gemacht haben und mit vernünftigem Equipment. Und es sah gar nicht mal so außergewöhnlich aus. Vielleicht muss man einfach nur den Standard ein bisschen spielen, um Flipside da so ein bisschen wenigstens die Stirn zu bieten. Aber, naja. Markelov lässt die Runde auslaufen, nimmt die zweite für LDRC in Kauf, um dann in der nächsten Equipment mitzubringen. Dann die zweite Runde für LDRC wird Flipside Tactics nicht stören. Wichtig ist für LDRC, dass sie alle 5 Waffen durchgebracht haben und dann ein bisschen was zurücklegen können. Alex hat hier eigentlich Glück, dass Waylander das Eck nicht checkt. Also Waylander ist komplett davon ausgegangen, dass niemand aggressiv in der Mitte steht. Vielleicht auch, weil das für LDLC jetzt schon ein paar Mal schief gelaufen ist. Wichtig ist aber jetzt auch für LDLC, die Folgerunde zu holen. Also bei dieser einen Runde können sie es nicht belassen. Verlieren sie die Folgerunde, werden sie sofort resettet. Können wahrscheinlich einmal nachkaufen, dadurch, dass sie eben keine einzige Waffe verloren haben. Aber gut wäre das natürlich auf keinen Fall, denn das würde bedeuten, dass auch die Runde eben nur eine Eintagsfliege war und Flipside Tactics vielleicht auch einfach ein bisschen unkonzentriert in der letzten Runde gespielt hat. So, auf der anderen Seite gilt natürlich für Flipside Tactics, den Lauf nicht zu lang zu unterbrechen. Sie werfen jetzt sehr früh die Crisscross Smoke in der Mitte. Aber Alex hat da eine sehr schöne Position, aber er muss da zwei Sachen abzielen. Hat noch ein bisschen Backup von Existence. Der macht den ersten Frag gegen die Mitte. Toinu zielt Richtung Main ab. Da ist noch keiner durch. Das war hinten an der Tür. Da stehen Markelov und Electronic. Die Bombe ist alleine in der Main. Wenn Toinu hier das AWP-Duell gegen World Edit gewinnt, falls es denn zu einem kommt, dann ist die Bombe erstmal in der Main down. Das wird Flipside noch ein bisschen verzögern. Jetzt kommt das Backup. Molotov saß nicht hundertprozentig, deswegen könnte man da vielleicht sogar durchpushen. Er hat sich entschieden, ihn trotzdem abzuwarten. Existenz hinterm Gabelstapler Platz, wird aber sofort über den Haufen gerefragt. Und die nächsten Sekunden entscheiden. Alex, schöner Move um die Smoke rum. Hat kurz die Bombe gekillt, das gibt extra Sekunden, um aufzuschieben. Toinu ist jetzt drauf, nur noch Elektronik. Und der wird jetzt sicherlich nicht allzu viel machen können. Kriegt zumindest XMS nochmal rausgenommen, aber die nächsten 12 Sekunden, die er da noch verwenden muss. Er kann auch nicht rüberschieben, selbst wenn er durchgekommen wäre. 8:3. Also, jetzt fängt Blade an, seine Jungs in Richtung Standards zu schicken. Crisscross Smokes in der Mitte und einen raus und dann der Versuch, Richtung A zu gehen. Nicht unbedingt sehr innovativ sind die Standards. Und hatten sie einen Mitte rausgeschickt? Ja, okay. Da war noch jemand einzeln in der Mitte gestorben. Hatte gehofft, dass er mit den Smokes dort agieren kann. Aber da stand jemand an der Whitebox und einer oben auf dem Dach. Auf er hat Dach, natürlich ja. So gut wie keine Chance, da rauszukommen. Also wirft die Crisscross Smoke auch nicht ohne Grund auf der T-Seite. Und da ist es für LDLC natürlich klar, dass sie die Smoke in der Mitte noch abzielen müssen. Auch wenn auf dem A-Spot dann die Party abgeht. Vielleicht könnte Flipside sowas auch als Fake nutzen. Also einfach mal. Das war es ja im Prinzip schon. Wenn man den einen dann nur rausschickt, ja? Dann war es ja im Prinzip schon so leicht fakey. In der Hoffnung, dass halt viel auf die Mitte gezogen wird und man dann mehr Richtung A spielen kann. Aber dafür haben sie gar nicht schnell genug den Goal ausgespielt. Das heißt, in der Zeit war schon LDLC wieder zurück auf den A-Spot geschoben. Jetzt gucken wir mal. Jetzt kommt der nächste Standard, wie es aussieht. Direkte A-Smokes, aber wird das ein Go über die Mitte? Was ist da passiert? Haben sie geboostet? Ich habe es nicht genau gesehen. Jetzt wird geboostet. Das war World Edit. Aber interessant, dass sie einen
eine richtige Fallen Smoke-Go quasi Richtung A-Spot auffahren und dann aber damit überhaupt nichts machen. Also nicht mal groß hacken, sondern eigentlich nur den Gegner so ein bisschen abwarten. Jetzt hat Toynu da schon voll raufgeschoben. Eine recht solide A-Deckung, die eigentlich funktionieren sollte, auch wenn sie relativ weit hinten steht. Auch Makel auf Electronic. Wo kommen denn die Frags her? Electronic in der Mitte, der Backstep. Der hat mächtig Erfolg erzielt. Misto, Bombe kurzzeitig down. Gibt nochmal ein paar extra Sekunden. Zeit, die XMS nutzen kann. Und jetzt muss es dann doch schon Raum geben für die Jungs von LDLC. Es muss verdammt schnell gehen hier, der Retake. Bevor der Gegner komplett in Position ist. XMS ist fast schon durch. Das könnte interessant werden. Ich glaube, mit dem rechnet keiner. Misto holt er den Kopf von Electronics Schultern. Ohne Zoom. Man weiß aber, dass der letzte Spieler die AWP hat. Das heißt, den braucht man nur aus dem Weg zu gehen, sich nicht zu zeigen. Und dann wird er höchstwahrscheinlich da nicht mehr attackieren können. Neunte Runde für Flipside ist incoming. Und Misto wird glücklich sein, wenn er hier die AWP durchkriegt. Oh, schönes Teil auf kurz. Ja, den hat er wirklich ungespitzt in den Boden gestampft. Bleibt bei mickrigen 3 Runden für LDLC. Aber Geld dürfte noch für eine Runde reichen. 2 in Folge geholt, eine davon flawless. Und Electronic hat da wirklich gut reagiert. LDLC für mich mit einem riesen Bock eigentlich, dass sie die Mitte dann in der Runde so auflassen, obwohl vorher schon versucht wurde, so einen Backstabber ins Spiel zu bringen. Jetzt hat Waylon einen Hit abbekommen. Doppel-AWP ist nochmal drin, aber dafür hat man nur 2x 5-7 und einen M4. Waylon arbeitet direkt weiter Richtung B-Spot. Möchte hier direkt einen Go verkaufen. Eigentlich müsste Waylon da zurückverschieben und Blade kann da stehen bleiben. Vielleicht tauschen sie das Ganze auch noch, aber jetzt hat Toynu seinen Kill gemacht. Waylon ist also down. Waylon, das ist so riskant, das mit den 20 AP zu spielen. Sie schieben nochmal zurück und Toynu hat den guten Winkel, hat gesehen, dass da gerade eine Waffe gepickt wurde. Blade ist in der Mitte, die Position ist wieder offen, da muss LDLC jetzt mal einen Blick hinwerfen. Jetzt wird Toynu alleine hinten im NBK abgestellt. Ja, das war ein Hit vom Teammate aus der Tür. Waylander zielt hinten. Oh, da kommt die Nate von Alex. Und dadurch geht jetzt natürlich auch Blade an den Kragen. Waylander war das Backup von Blade. Toynu macht das gut. Existence kann ihn da noch unterstützen. Es ist nur noch Electronic. Findet den ersten Frag, aber dann ist Alex zur Stelle. Und seine 5-7 macht den Kill zum 9-4. Hat sich nochmal gelohnt für LDLC, hier runterzukaufen. Da war das Problem von Flipside, dass sie so ein bisschen den Druck verloren haben. Blade hat eine schöne Information weitergegeben. Er wusste, dass ein Spieler vom A-Spot weg verschoben hat Richtung CT-Base und aufgrund des Winkels wird er höchstwahrscheinlich auch sich sicher sein können, dass der Gegner ihn nicht gesehen hat. Das heißt, er war sich sicher, dass er unentdeckt ist auf kurz. Aber du hast es richtig gesagt, das Problem war, in dem Moment, wo der Mittelspieler fällt, wird es halt für Blade auch problematisch. Und dementsprechend verliert er das dann genauso und dadurch ist dieser ganze Go in sich zusammengebrochen, hatte Existence die Möglichkeit, über kurz nach reinzuschieben und von dort aus den Spot weiter zu unterstützen. Jetzt sind wir bei der nächsten Runde und Flipside verliert direkt Waylander am Anfang. Er hatte versucht, auf dem B-Spot ein bisschen schneller zu sein. Und ich glaube auch, dass Flipside gerade, jetzt wollte ich doch nochmal auf die letzte zurückkommen, ich glaube, dass Flipside gerade nicht mit der Doppel-AWP beim Gegner gerechnet hat. Ich glaube, sie waren sich recht sicher, dass die eine dort ist, aber die Doppel-AWP hat sie offensichtlich etwas verunsichert. Sie wollten auch direkt Richtung A. Und der erste, der dann an der AWP geplatzt ist, ich glaube, der hat sie da mächtig zurückgesetzt. Nun gut. Jetzt erstmal wieder die Mitte und das hat bisher immer sehr gut funktioniert. World Edit und Electronic beide erfolgreich. Also sie erwischen Existence und Alex aber auch gerade, als sie die Positionen wechseln wollen. Das war vom Timing her gut. Toynu kann nur einmachen. World Edit hat da unheimlich schnell reagiert. Aber die Smoke liegt auch nicht wirklich tief drin. Mistu, Millimeter fehlen, um da World Edit zu erkennen. Mistu zielt auch nochmal kurz nach hinten ab von über Main. Oder über Tür geht XMS hinterher. Die Bombe ist noch nicht gelegt. Das ist alles Zeit, was LDLC hier nutzen kann. So, und jetzt muss XMS natürlich in Szene gesetzt werden. Er hat noch eine Flash. Die Tür ist sogar offen. Das wäre hier der Überraschungsmoment. Dann kommt da die Smoke hin. Haben Sie ihn gehört?
anders kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Er macht den ersten Kill, wird an der Smoke-Kante gesehen. Makelov schnappt ihn sich. 10 zu 4 für Flipside Tactics. Und ich glaube, das wird es jetzt aber mit den Geldreserven von LDLC gewesen sein. Da muss jetzt ein Force-Buy kommen. Da werden wir wahrscheinlich viele 5-7s, vielleicht auch die ein oder andere Deagle sehen. Ja, eine Farmers passt noch ins Equipment von Mistu. Aber das ist auch ein Kit bei XMS, zumindest das. An sich ist das Equipment aber eher mau. Tja, die Möglichkeiten für LDLC gibt es jetzt hier nicht mehr zu infektieren. Müssen schauen, dass sie ihre Waffen so ein bisschen reinbekommen. Gerade mit den Pistols in den Nahkampf kommen, da kann immer was passieren. Warum? Und hat das Waylander gehört? Ja, den Holzstep danach hat er gehört, der ist nicht von der Kante gehüpft. Waylander! Letzter Schuss. Da war noch ein bisschen Munition übrig. Ich habe noch ein Kügelchen gefunden. Aber da ist ja alles schief gegangen. Er ist von der Kiste gefallen oben. Ja. Wurde gleichzeitig mit der Deagle angeschossen und dann ist er wieder zurück auf die Kiste und den Step hat Waylander gehört. Also. Oh. Das ist natürlich unangenehm. Und jetzt kommt der Molotow Richtung Schacht. Möchte also wahrscheinlich wieder einen Blick Richtung Mitte werfen. Toinu ist in der Tür auf. Zumindest kriegt er dann ein paar Informationen. Hat vielleicht sogar die Option, hier von hinten anzugreifen. Und ich denke, oh, ist gespottet. Makelov lässt nichts ungesehen. World Edit hat sogar auch schon hingezielt. Für den Fall, dass Makelov ihn dann nicht sofort erwischt. Also sehr, sehr diszipliniert. Und Disziplin ist, denke ich, ein Wort, was Flipsides Spielstil auch ganz gut beschreibt. Sie spielen schon im Kern zumindest sehr lange zusammen. Und Blade legt da, glaube ich, großen Wert drauf. Ah, ist nichts zu machen. Er legt da, glaube ich, großen Wert drauf, dass alle seine Jungs immer umsichtig sind und dafür sorgen, dass keiner irgendwo durchwieselt. Ja, jetzt haben wir nur eine Existence. Im 1 gegen 4. Der hat keinen Kevlar. Also ein Ding der Unmöglichkeit, das hier noch zu holen. Da hatten wir gestern beim Big Spiel aber auch einige Runden, die dann doch noch dran gegangen sind. Die gute Position von Electronic Existence kann ihn erst sehen, wenn er sich dafür entscheidet, aus dem Schacht rauszulaufen. Oder er antizipiert natürlich, dass Electronic da unten vor dem Schacht sitzt. 11 zu 4 zur Halbzeit. Und Flipside Tactics macht nicht den Eindruck, als würden sie hier auf der CT-Seite aufhören wollen. Mit dieser Leistung. Klar, man kann hier auch gut zurückgedrängt werden, wenn LDLC jetzt die Pistol Round holt und sich so die ersten Runden erarbeitet. Aber ich glaube, spätestens wenn Flipside Tactics mit dem Geld gut dasteht, sollte das Spiel hier eigentlich gegessen sein. Das ist so der erste Call. Es kann natürlich immer anders kommen. LDLC, ja, die Hälfte am besten direkt abhaken und sich komplett jetzt auf das T-Spiel konzentrieren. Ja, LDLC hat weder aimtechnisch noch vom Spiel her irgendwo den Einstieg gefunden. Sie wurden von Flipside von Anfang an ziemlich dominiert. Ja. Und da hilft es nicht. Da hilft es auch nicht, wenn ein Spieler aufwacht oder zwei, sondern da muss das ganze Team nochmal 100% drauflegen, um überhaupt eine Chance zu haben. Ich gehe davon aus, dass da schon noch ein paar Runden möglich sind, denn LDLC hat eigentlich auch ganz gute Aimer im Team, die auf so einer T-Seite mal ein, zwei wichtige Entry-Facts haben können. XMS kommt dann natürlich so ein bisschen in den Kopf, wenn er aus der Main rausläuft oder wenn er den richtigen Winkel findet und die Möglichkeit bekommt, dann nimmt er dir gut und gerne mal den Spot auseinander. Das kann gut passieren. Aber in der Summe ist Flipside hier meilenweit vorne, sicherlich auch was die Stimmung angeht. Na, ja. Smoko auf den A-Spot. Fast komplett über die Tür. Jetzt hat man einen, der noch Mitte abzielt, einen, den Main drin steht. Gabelstapler-Position ist auch eingenommen. Flipside spielt das halt komplett auf Retake. Makelov mit dem ersten Frag. Kein Spieler bei Flipside Tactics, der da von hinten über die Main rankommt. Und wenn sie jetzt hier einen geschlossenen Go spielen, dann wird das hier ein richtiger Straßenkampf. Auf dem A-Spot. Alex mit einem Doppelkill. XMS bekommt da vom Gabelstapler noch Waylander. Nun 2 gegen 4, jetzt einen. Und es ist keiner mehr bei Flipside. Da hat LDLC wirklich ganze Arbeit geleistet, um hier den Retake im Keim zu ersticken. Der war noch nicht mal richtig im Kommen. Da sind schon die ersten Spieler von Flipside Tactics gefallen. Ja, ich glaube, das ist auch gar nicht so unwichtig, dass man den Gegner nicht machen lässt. Boah, das war. Denn Flipside hat bestimmt so defensiv, wie sie den Spot gespielt haben, haben sie bestimmt sich einen Plan zurechtgelegt, wie sie diesen Retake dann ausspielen wollen.
Und den geht es natürlich so ein bisschen zu verhindern. Wie du schon sagtest, im Keim ersticken ist das Beste, was du machen kannst. Und manchmal ist halt wirklich Angriff die beste Verteidigung. Gerade in CSGO. Ja, genau. Ja. Immer ganz interessant für mich, das Second Round Equipment. Nämlich bei LDLC in dem Fall zweimal SMG, aber viel Rifles. Also zweimal Galil, eine AK. Das ist Long Range. Und wenn man dann die beiden SMGs dort ins Gefecht schickt, dann müssen die natürlich vorne weg. Und das ist eher dann darauf ausgelegt, dass der Gegner vielleicht sogar Rüstung und Helm hat ordentlich. Ja, genau, das ist es. XMS soll da möglichst Feuer auf sich ziehen, aber Markloff Waylander, da geraten sie ganz schön ins Kreuzfeuer. Und plötzlich sieht es hier ganz übel aus. Toynu hat ordentlich einen mitgedrückt bekommen. Alex jetzt ganz alleine. Ah, da kommen gute Schüsse durch die Smoke und Markloff kann das genauso zurückdrücken. Und Flipside Tactics nimmt ihnen das hier weg. Sie haben es versucht über kurz und sind ja mächtig ins Kreuzfeuer geraten. Admiral Akbar wüsste genau, was er jetzt zu sagen hat. It's a trap. Genau. Also, das gibt's gar nicht. LDC gewinnt die Pistol Round, die für sie so unheimlich wichtig ist. Wirklich mit guten Schüssen, mit einem guten Go. Der A-Spot wird häufig aufgelassen in der Pistol Round. Also einfach die Hausaufgaben gemacht in so einer Runde. Und dann verliert man die Folgerunde. Das, was nicht passieren darf, aber so häufig vorkommt. Schöner Headshot von Existence. Vielleicht kann man sich hier nochmal revanchieren. Der Molotov liegt etwas weit weg, um Existence den einen HP, den er noch hat, abzuziehen. So, Blade wird auch noch gefunden. Die Deagle schnalzt mal wieder bei LDLC. XMS will noch weiter vor. Da kommt Alex vom Spot. Markloff kann aber nochmal einen Frag setzen. Und mit dem 1 HP bei Existence wäre hier nochmal die Möglichkeit da, um eine 2 gegen 2 Situation rauszuholen. Aber da ist Alex wieder. Boah. Die Deagle einfach unheimlich präzise gerade. Waylander im 1 gegen 3 und auch der hat schon einen Hit mitbekommen. Nur noch 29 HP. Langsam nach vorne, aber muss erstmal hier das Duell gewinnen. Alex holt auch den. Alex, der Deagle-Meister. Und damit LDC wieder im Spiel. Warum nicht? Heiß umkämpfte erste Runden in der zweiten Halbzeit. Aber jede Runde, die Flipside Tactics holt, bringt Flipside Tactics ein Stückchen näher zum Sieg. Das heißt, da wird... Boah, das war... Der letzte war ja, der Schnieke. Der war richtig lecker. Na gut, also geht die Sache wieder zurück. LDLC kriegt also noch eine zweite Chance. Diesmal haben sie dann vielleicht die Muße, das nicht nochmal so zu spielen. Nicht nochmal die Schräge dort hoch und im Kreuzfeuer zerlegt werden. Aber natürlich ist auch hier bei Flipside der Deagle unterwegs. Ja, Flipside lässt sich auf diesen Kampf ein. Und Blade fängt an. Uiuiui. War das? Ja, P250. Ja, kann noch einen weiteren Spieler ansagen. Da hat man oft das Gefühl, die Kante gibt einem genug Deckung von der Kiste, aber wenn er auch mal einen Schuss durch die Kante in den Kopf fliegt, dann weißt du genau, dass du dich lieber zurückziehst. So, jetzt Waylander. Er muss eigentlich ein bisschen für Markloff abdecken. Wenn die Smoke weg ist, muss Markloff wieder aufstehen, sonst sieht man seinen Hintern. Und hat einen gesehen. Waylander. Und er will auf den sicheren Frag und bekommt ihn nicht. XMS. Oh, da wird einfach nur reingespreadet. Waylander darf sich dann nicht mehr zeigen. Jetzt springt jemand rum. Auch da nochmal ein Hit drin. Das ist viel Schaden, aber XMS bekommt Blade. Electronic über den Schacht geht nicht komplett hinterher. Da war ein kurzes Zeitfenster, um den Gegner komplett aus dem Spiel zu nehmen. Aber das hat World Edit gefunden. Auch da nochmal ein guter Hit. Jetzt ein 1 gegen 2. Sind beide low HP. Und XMS gibt ihm da die Schelle. Uch. LDLC. Ganz, ganz knappes Ding. Ich glaube, wenn Electronic da schneller über den Schacht hinterher gepusht wäre. Da waren so viele Faktoren. Ja. Da war eine Menge Glück unterwegs, dass LDLC die Runde nicht verloren hat. Allein die Tatsache, dass die ersten zwei Leute nicht gefallen sind, weil er die ganze Zeit mit der Deagle irgendwie nicht ganz drauf war oder die Schüsse nicht ganz reingingen. Dann die beiden am Ende so low geschossen. Electronic hätte natürlich hinterher zischen können, aber das ist eine schwierige Entscheidung, da in dem Moment zu droppen, wenn man angesagt ist. Trotzdem, da war so viel Glück mit dabei. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis das hier mal schief geht. Und ich denke, deswegen ist es auch verständlich, dass Flipside hier nochmal ein bisschen was investiert. Waylanders Deagle zum Beispiel. Die hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Der Kill gegen Mistu, den kann ihn keiner mehr nehmen. Jetzt wird der A-Spot aber gesplittet. Eine Flash gegen Electronic.
Er ist zwar im Nahkampf, aber nicht direkt auf den Kopf drauf. Und World Edit gerade im falschen Moment weggedreht, sodass Alex einen leichten Kill bekommt. Und sie pushen direkt zum Auto vor. Alex macht noch einen. Alex wacht gerade richtig auf. Diese wichtige Runde, wo er mit der Deagle 3 Kills macht, hält sein Team hier im Spiel. Der Case ist noch nicht guess. Der was? Der Case ist noch nicht guess. Okay. Das Spiel ist noch nicht durch. Ja, ich hab das schon verstanden. Ach so. Der Käse ist noch nicht gegessen. Sehr gut. Aber was hat das mit dem Käse zu tun? Das sagt man so, weil so. Ich glaube, in der Pfalz sagt man das. Okay. Ja. Okay. Wieder was gelernt. Ah, Makelov. Das war nicht der Makelov, den keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Ja. So, ich bin jetzt natürlich gespannt, dadurch, dass man eben nochmal nachgekauft hat, ist das Geld ein bisschen knapp. Makelov lässt die M4 stecken, kauft Farmers, damit er ein bisschen Equipment dazu beisteuern kann. Blade hingegen sogar trotz Farmers wenig dabei. Hat zumindest Molotov und Smoke, das ist das Wichtige, um dann einen kleinen Rushblock zu spielen. Aber letztendlich ist das schon ein bisschen abgespeckte Variante. Wayland hat auch das einzige Diffuse-Kit. Das sollte es hier zur Retake-Situation kommen, muss man ganz genau darauf achten, ganz penibel sein, dass das Kit wirklich auch mit auf den Spot drauf kommt. Und jetzt sind wir in dieser langsamen Aufbauphase. Misu hat sich vor B niedergelassen. So langsam wird die Main abgezielt. Der EC hat immer noch mehr als genug Zeit, um sich hier ganz langsam nach vorne zu arbeiten. Na, das ist jetzt der Moment, wo Flipside Tactics das Geld so ein bisschen ins Rollen bringen kann, weil sie ein paar Ecos einlegen mussten. Und das zwingt LDLC halt eigentlich dazu, wirklich erstmal langsam aufzubauen, Equipment rauszuziehen, Infos zu sammeln. Haben sie jetzt ganz gut gemacht, wissen zumindest von einer M4 die Position wahrscheinlich nicht so ganz bekannt, aber die Farmers hat man gut zuordnen können. Auch gut die Mittelkontrolle. Muss der Refrag kommen? Electronic darf da nicht zwei Kills machen. Da muss der Frag von XMS kommen. Electronic immer noch am Spot. Ein guter Winkel von Blade, der kann gegen die AWP anzielen. Tanu fällt um und Mistu versucht hier am B-Spot noch zu fighten, aber das sollte er eigentlich zurückschieben, aber nur noch 20 Sekunden. Oder kriegt er nochmal eine richtige Orknade ab? 5 HP gegen 5 Spieler, also einen für jeden. Das würde so natürlich nicht aufgehen und da kann er nur noch saven. Also Runde würde ich gerne 13. mal sehen. Wo man an jedem Spieler einen AP verliert. Ja, da ist die Runde für Flipside. Sah auch wieder zu einfach aus. Ja. Aber an sich macht LDLC da vieles richtig. Sieh es dir an. Electronic hat hier zwei Spieler vor sich, keinerlei Deckung und sie kriegen ihn da nicht down. Und so darf es einfach nicht passieren. Das ist ein aim-technischer Fehler von LDLC, der ihn hier, ich würde jetzt nicht sagen, komplett die Runde gekostet hat, aber zumindest die Runde deutlich schwerer gemacht hat, als sie hätte sein müssen. Also klar, dass Electronic einholt, kann passieren, aber wenn du zu zweit rumziehst, dann muss mindestens der Refrag da sein. Vor allem, wenn es so lange dauert. Ja. Darum geht's ja. Hat er genug Möglichkeit gehabt, den zu killen. Waylander jetzt über die Smoke. Spielt ganz gerne die A4, obwohl er viel um die Smoke rumwieselt. Aber wenn man halt diese Präferenz hat, dann nimmt man halt in Kauf, dass man etwas leichter zu spotten ist. Electronic steht sehr close, wartet die Flash ab. Da ist jemand raus, das hat sich gelohnt. Geduldig. Wollte den einen noch mitgenommen. Immerhin, das ist wichtig, dass er da nicht ungekämpft den Spot aufgibt. Das war noch die Bombe. Ja, jetzt gibt es die Smoke Richtung Kurz. Wenigstens etwas Deckung. Alex versucht Richtung CD-Base nachzuschieben, aber Makelov moved er gut um den Laster rum. Also keine Möglichkeit, offensiver zu gehen. Und es bleibt an Toino hängen. Er hat die Bombe auf dem Rücken. Könnte sich den Plant wenigstens schnappen. Damit hat er zumindest schon mal $800 sichergestellt. Ob die jetzt reichen für die nächste Runde? Keinerlei Rückzugsmöglichkeit. Von hinten kommt Waylander. 14:8. Also, bis auf zwei Ründchen sind die Jungs von Flipside hier ran. Und jetzt mal einfach so vom Gefühl her, geht keine echte Gefahr hier von den Jungs von LDLC aus. Man hat es gesehen, sobald Flipside Geld hatte, sieht es wieder relativ sicher aus. Mitte scheint halbwegs locker gehalten zu werden. Und
bleib dabei. Ich finde, die Flipside-Spieler haben alle einen relativ guten Überblick über das Spiel. Also jeder hat im Blick, du hast es schon angesprochen, dass Blade darauf achtet, dass seine Mates sehr umsichtig spielen. Jeder hat im Blick, von welcher Seite der Gegner kommen kann, welche Möglichkeiten bestehen. Und sie wissen immer, wie sie daraus einen Vorteil ziehen können. Auch hier mit dieser Smoke könnte man, kommt noch eine zweite hinterher. Oh, da ist noch eine Lücke, aber er wird geprefired. Vielleicht ist er auch gesehen worden. Aber auch hier, Waylander geht nicht nach vorne, sondern zieht sich dann zurück. Bleibt seinem Team damit also erhalten. Da kommt direkt die Smoke, bevor der Molotov überhaupt aufgeht. Umsichtiger geht's eigentlich kaum. Dann kann die Smoke selbst auch noch nutzen. Unten drunter durchgezielt. Und da werden sie einfach zusammengeschossen. Wow. Keinen Spieler verliert Flipside Tactics hier. Ich glaube, das habe ich so noch nie gesehen, dass die Smoke geworfen wird, bevor der Molotov überhaupt am Spot aufgeht. Ja, das war schön gespielt. Oh ja. Waylander wusste genau, was da gleich passiert. Das Fenster hat ein bisschen angefordert. Ich glaube, da geht es doch genau darum gerade. Der wusste schon, was sie spielen, bevor sie selber wussten. Die Smoke parat. Und hat nicht einen einzigen Tick von dem Molotov abbekommen, der ist direkt verpufft und dann können sich die beiden auf dem Spotter viel besser aufstellen. Außerdem hat der zweite Spieler auch noch irgendwie es geschafft, um die Mollys rumzulaufen. Also, da war nichts zu holen. Man hat sich relativ früh angekündigt, Flipside war hervorragend darauf vorbereitet, hat den B-Spotter hermetisch abgeriegelt. Jetzt miest du mit so kleinen Guerilla-Aktionen. Vielleicht kann man ein bisschen mehr anrichten, weil Lena war offensichtlich ein bisschen überrumpelt. Zweiter Spieler dahinter, ganz tief auf dem Spot. Das heißt, Markelov war nicht mal ansatzweise in der Position, um seinem Mate dort zu helfen. Und so wird Misto sich da weiter vorne bewegen können. Und das ist genau das, was ich meine. Es sorgt halt dann dafür, dass man zwei Mann auf dem B-Spot haben muss. Aber bei der Erfolgsquote an Duellen, die man bisher hatte, scheint das Flipside nicht weiter zu stören. Electronic einen kurzen gemacht. Blade. Ja, wollte nicht. Jetzt sieht es ja aus, als ob er jetzt hier ein bisschen unter die Räder gerät. Molotov versucht es noch. Hat da die AK im Angebot. Und jetzt muss man allerdings gucken, dass man irgendwie an der CT-Base vorbeikommt. Ah, Blade. Das sieht so aus, als ob es vorbei ist. Ups, da ging nochmal gut Damage rein. Electronic zum 16:8. Flipside Tactics, absolut solide, überzeugend, ohne große Schwierigkeiten hier über die erste Map gelaufen. Und das war die große Hoffnung von NEC. Ja. Das war das. Wenn wir die vielleicht schaffen, Leute, dann haben wir eine Chance. Dann geht's. Ja, aber schade. Die Leistung insgesamt von LDLC war einfach schwach. Das Aiming hat nicht gepasst. Ein paar Positioning-Fehler, die da drin waren, die sie wichtige Runden gekostet haben. Weil es einfach so ein paar Runden gab, wo sie nicht hätten verlieren dürfen, weil sie schon weit hinten lagen und erst ins Rollen hätten kommen müssen. Und ich sehe hier nicht, dass LDLC das jetzt gewinnen wird. Auf Nuke wird Flipside Tactics den Dampfer mal auspacken. Vielleicht hat LDLC die Möglichkeit, auf der CT-Seite zu starten, wenn sie die Knife Round auf Nuke gewinnen. Und vielleicht stehen sie dann auch gut auf der CT-Seite von Nuke. Aber das ist nicht mehr so einfach wie früher. Ja. Auf der CT, vor allem außen. Wir machen eine kurze Pause und melden uns dann gleich wieder zurück zur zweiten Map, zum Nuke. Exclusive Black Equalizer brightens dark scenes without overexposing bright areas. Use the S-switch to quickly access the setting and switch between save modes.
Can you feel it? It's the calamity of your fears. Like thunder, it rolls in. The echo of past defeats. The voices in your head tell you to give up, but you aren't going to, are you? Listen instead to that lone voice of defiance. The one that got you this far. The grand arena is waiting for you. You can hear the crowd roaring, relentlessly waiting for a glimpse of your unparalleled precision. And when you have done everything to prepare yourself, then it's time to step into the light and boldly face your true enemy. The enemy within. You are ready. Ready to win. Fantastic first breath, they line up! Epic spray, them down, you decimate Tempo Storm. Second part, and they line up again. Cold, three, nearly four, he gets it in the end. They have to be quick from phase, they have no kids, but Boris in a lovely position. No! Oh, Boris, that was sick. He stands to the challenge. One quick kill, and the nade. All of phase's... Oh, the defense from NIP, there it is. This is a great read here. I mean, Luminous, they don't even know this happening yet. Epic is over, they line up. He's just there, oh, what a trip! It's an ace to finish the half! He's sticking together the five-man unit, making the way to the size. Disco Doppler waiting. And here we go, Draco, an opportunity, can't find the trunk. He goes down, actually doesn't get an ending, but Disco Doppler lights it up! He hits four kills, and there's going to be a pit remaining. Invasion to the Snax that has to do so, one versus two, and Guardian's still on that AWP. Snax with the same weaponry. Oh, but he finds the shot, and then a Guardian! And oh my god, Snax, have you ever just stolen it from Na'Vi? Conquer yourself. Win again. Sorry.
Mit den Bildern von Map Nummer 1, das ist ungewohnt, wenn da keine Musik läuft, melden wir uns zurück zur DreamHack Leipzig 2017. Flipside Tactics ist hier mal locker flockig über LDLC drüber gejoggt und wir gehen gleich in Map Nummer 2, die dann Nuke sein wird. Und das wird dann der Map-Pick von Flipside Tactics sein. Also ja. Wir haben beide eben schon zur Genüge angesprochen, LDLC wird hier eine ganz, ganz schwere Aufgabe vor sich haben. Ja, ich denke nicht, dass wir hier allzu viele Überraschungen zu erwarten haben. Nichtsdestotrotz wollen wir mal LDLC noch nicht ganz abschreiben. Wir haben es oftmals schon gesehen, dass die Map einen Riesenunterschied machen kann. Eigentlich hätte ich es in die andere Richtung erwartet. Ich hätte jetzt gedacht, dass der LDLC, wenn dann auf Cash, ganz gute Chancen hat. Ja. Aber sie wirken auch wirklich noch nicht ganz wach. Man muss es auch sagen, einige Teams kommen besser mit den Uhrzeiten zurecht als andere. Ja. Das hängt wahrscheinlich einfach damit ab, wie die Spieler sich da wohlfühlen. Es gibt da einfach Leute, die können um 10 Uhr morgens vernünftig spielen und dann gibt es Leute, die haben da ihre Probleme mit. Ich zähle definitiv zu letzteren, würde ich sagen. aber das ist halt nicht ganz einfach. Flipside hingegen on point. Die wissen, was zu tun ist. Die haben sich offensichtlich wach und warm gemacht vorher. Und Umsichtigkeit ist ein ganz großer Faktor. Ich geh davon aus, dass Flipside hat sowieso schon ein recht gutes Nuke. Es würde mich wundern, wenn LDLC hier Chancen hat, groß. Aber ich gebe sie ihnen gerne, auch in Hinsicht darauf, dass sie vielleicht ein bisschen knapperes Spiel bekommen. Ja, das auf jeden Fall. Auch wenn es bedeuten würde, dass wir noch etwas länger auf Big gegen Heroic warten müssten. Das ist ja die Partie, die hier im Anschluss kommt. Ich weiß, viele von euch sind schon wegen dem Big-Spiel da. Hypt euch schon mal ein bisschen. Denn ich glaube, die Jungs rund um GOB werden uns auch heute wieder einiges zu bieten haben. Zumindest hoffe ich das. Ja, also immer der Hut liegt ja schon bereit. Ja, der wird auch bald wieder aufgesetzt. Aber kümmern wir uns erstmal jetzt wieder um die Partie. Nuke. Ein kleiner Hoffnungsschimmer am Horizont ist für mich vielleicht so ein bisschen. Ja.
Existence ist jemand, der zum einen die Teams sehr prägt und zum anderen jemand, der früher gerne Nuke gecallt hat. Und mit früher meine ich sehr viel früher. Sehr viel, ja. Zu Source-Zeiten, damals das alte Varigames-Team mit unter Existence, aus dem ja unter anderem auch zum Beispiel Scream entsprungen ist, das war die Nuke-Maschinerie schlechthin. Mhm. Die Jungs waren auf Nuke einfach absolute Monster, auch mit RPK noch damals. Und da, sodass Existence vielleicht einen gewissen Bock-Faktor auf Nuke die Map mitbringt. Ja. Die Map spielt sich immer noch, und das habe ich auch schon gemerkt, die Map spielt sich immer noch ähnlich. Sie spielt sich immer noch ähnlich ja. wie in Source. Sie spielt sich ganz anders als in 1.6, keine Frage. Das sowieso. Aber das Feeling, was man auf Nuke hat, ist relativ ähnlich noch zu Source. Und deswegen die kleine Hoffnung am Horizont, dass Existence hier Bock auf Nuke hat. Ja, eine Hoffnung ist schon zunichte. Kein CT-Start für LDLC. Sie müssen auf der T-Seite starten. Das wird immer per Knife-Round entschieden, die hier nicht gezeigt wird. Makelov kommt noch in die Smoke rein, auch hier gut reagiert. Er hat den ersten Kill gemacht. Man ist jetzt schon an der Mech-Halle durch. Alex oben auf dem Catwalk, das hat noch keiner mitbekommen. Da kommt der Headshot. Toynu macht den Kill. Das war sogar ein Doppel-Headshot von Toynu. Makelov geht auf den dritten Kill und macht auch den. Unten unter Heaven hat Waylander den Frag gegen Alex gemacht. Ja, und was bringt XMS, der freie Spot unten, wenn er die Bombe nicht auf dem Rücken hat und jetzt 1 gegen 4 steht. Jetzt haben sie ihn auch gefunden. Waylander macht auch diesen Kill. Wunderschön reagiert von Makelov, dass er die Smoke in der Lücke zwischen den Kisten und der Mech-Halle ausnutzt, um die Spieler durchlaufen zu lassen. Hat seinen Mate am Catwalk ein bisschen sterben lassen, aber dadurch, dass er die zwei Frags am Ende an der City Base doch noch zieht, gleicht er das komplett wieder aus. Da hat er die Long-Range-Vorteile der USP gut ausnutzen können. Piste ist auf Nuke so unendlich wichtig manchmal. Ja. Die Map hat sich zwar ein bisschen bei den Pros langsam, na, etabliert ist das falsche Wort, aber zumindest ein bisschen eingefunden. Und daher ist sie nicht mehr ganz so extrem CT-lastig. Am Anfang aber oftmals wirklich dann auch wieder 10, 11, 12 CT-Runden oftmals gesehen. Oder komplett andersrum, dass die T-Seite komplett dominiert hat. Ja gut, das ist halt ein Faktor, der immer sein kann. Ja. In CSGO vor allem ist zum Teil das Money-Management spielt so einen großen Faktor, dass du oftmals, egal wie lastig die Map ist oder in welche Richtung sie geht, wenn du den Gegner halt pleite setzt, dann kann es in beide Richtungen gehen. Und jetzt geht's mal in die Halle rein. Mhm. Gerade mit dem Tech 9 kommt man da manchmal ganz gut in den Nahkampf. Und das sieht auch ziemlich gut aus. Alex noch mit dem zweiten Frag hat Umwelt abgefangen. Der wollte gerade über den Catwalk nachschieben. Und jetzt sieht es zur Flipside so aus, als ob sie hier in einen ziemlich hässlichen Retake müssen. Der ist an ihm vorbeigegangen. Dachte, der kommt da gerade. Ja. Verdammtes X-Ray. Waylander. Oh, das ist eine Lücke. Jawohl, kommt er gut durch. Die Bombe liegt immer noch nicht, deswegen ist da noch genug Spielraum. Makelov, seine Position jetzt bekannt. Und er weiß, er muss in die Halle rein, die werden sich höchstwahrscheinlich beide dort aufhalten. Einfacher wird es definitiv nicht, leise sein ist nicht. Irgendwo in der Pommes, er ist sich nicht ganz sicher, ob er schon durch ist. Da er sich auf dem Spot nicht zeigt, ist es nicht ganz unwahrscheinlich. Jetzt heißt es natürlich geduldig sein dort in der Pommes. Wunderschöne Smoke, die hält sowohl Tür als auch die Pommes ab, aber Misto gewinnt das Duell mit der Tech 9. Was hat seinen Weg zum Sieg? Und ja, das kann passieren. Ist halt einfach Tech 9 Go. Ja, nicht nur einfach Tech 9 Go, sondern auch die zwei Flashes oben über die Fenster, die sehr gute Arbeit gegen Blade und Electronic geleistet haben, sodass beide Spieler die Hand vorm Gesicht hatten. Das sah eigentlich relativ einfach für LDLC aus. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass sie nicht umsonst Nuke noch drin gelassen haben. XMS hat mit dem ersten Kill Electronic von oben noch einen gemacht, aber Mistu und Alex passen auf. Waylander schnell an der Rampe durchgepusht. Kann hier einen Kill machen, schnappt sich nochmal die UMP. Es ist wieder eine 2 gegen 3 Situation. Die Bombe jetzt am Spot. Makelov ist nochmal abgesmoked worden. Sie wird sicher gelegt, aber da geht Waylander rum. Macht den Frag gegen den Spieler, der am T-Schacht steht. Macht noch ein bisschen Stress an der Pommes. Ich glaube, er möchte eher durch die Tür gehen. Und jetzt wartet man natürlich darauf, dass Makelov über den Catwalk was machen kann. Da fliegt dann der Molotov hin. Genau das nutzt Waylander aus, aber er kriegt den Kill gegen XMS nicht. 10 HP haben gefehlt. Und dann kommt die HE nach oben. Ein bisschen zu hoch geflogen. Die Deagle. Kann Makelov hier
zeigen, was er damit kann. Oh, das wäre natürlich ein Riesen-Headshot gewesen. Wechselt nochmal die Position, die Bombe tickt zu schnell. Kid war wahrscheinlich auch nicht dabei. Am Ende macht Mistu den Frag gegen ihn. 2:1. LDC kann hier die verlorene Pistol Round sehr gut ausgleichen. Ja, besser kannst du eigentlich nicht laufen. Da haben sie nämlich direkt den Gegner wieder in die Eco gezogen. Flipside muss dann nochmal nachsparen. Sie haben sich wieder zwei Deagles geleistet. Klar, es gibt Distanzen hier auf Nuke. Es gibt viele Möglichkeiten, den Gegner in so eine Long-Range-Geschichten zu verwickeln. Und dadurch hat man die Möglichkeit, dann noch die Deagle effizient? Effizient ist ein Wort, das man verwenden kann, ja. Okay. Gehirn sagt, hä? Klassischer Fall, wenn man sagt irgendwas und dann überlegt man, ist das richtig? Ergibt das Hört sich komisch an. Das passiert aber auch nur, wenn man viel redet. Ja, das sowieso. Ja. Jetzt gucken wir mal Toinu außen durch. Wolledit hat währenddessen auch nochmal Erfolge verbuchen können. Ja, und jetzt kommt Toinu mit der Glock nach. Also 3:1. Die beiden Anti-Ekos gut runtergespielt von LDLC. Bisschen Gefahr war natürlich trotzdem da, aber das muss man schlichtweg einfach auch der Aim-Stärke und der individuellen Stärke der Flipside-Spieler dort zuschreiben. Aber ich denke, jetzt wird es interessant, ob Flipside da direkt den Riegel vorschieben kann. Denn wenn sie LDLC jetzt nicht stoppen, kann es sein, dass die Franzosen da schon so eine richtig schöne T-Führung aufbauen. So 4-5 Runden ist schon okay. Das ja. ist schon in Ordnung. Damit lässt sich arbeiten. Sie sollten eigentlich auch wissen, dass bei Flipside Tactics nicht allzu viele Molotovs vorhanden sein können, so wie das Kaufverhalten von Flipside war. Und, oh, da kommt direkt die Flash raus. Blade ist blind und drückt nur einen um. Sie sind wieder in der Halle drin. Electronic wird direkt gerefragt. Oben an der Strebe gestanden. Waylander, auf den hat man aufgepasst. Das ist nicht das erste Mal, dass er an der Rampe durchgepusht ist. Das heißt, LDLC hat auch hier wieder gut aufgepasst, gut reagiert. Und direkt sich angepasst an den aggressiven Rampe-Spielstil von Flipside Tactics. Na, was können World Edit und Markelov in so einer Situation noch tun? Es wirkt nicht so, als wollten sie in den Retake gehen, bleiben einfach stehen. Das ist die vierte Runde für LDLC. Und da wird Flipside Tactics wieder in die Eco gehen müssen. Und für mich war auf Nuke immer, ob zu 1-6 oder zu Source-Seiten, jede Eco, die du auf der CT-Seite einlegen musst, hat doppelt wehgetan. Also das war für mich schmerzhafter, als auf irgendeiner anderen Map eine Eco einzulegen. Ja, das ist absolut richtig. Gerade wenn man so CD-lastige Maps hat, ja, dann tun Ecos einfach so viel mehr weh. Ja, weil letztendlich, das, was LDC hier gespielt, sieht nicht schlecht aus. Und sie haben, das könnte der große Faktor sein, der LDC hier nach vorne bringt. Sie haben eine Schwachstelle in der Halle gefunden. Sie können den Gegner mit relativ simplen Halle-Goes angehen. Und das könnte für Flipside dann wirklich ein Todesurteil bedeuten. Denn die Halle ist das Schlimmste, was einem da kaputt gehen kann. Und dann kann der Gegner immer wieder verschiedene Varianten spielen. Man hat halt diesen einen Spot, der sowieso im Normalfall relativ schwer anzugreifen ist. Den hat man immer wieder als Option, um darauf zurückzufallen. Und das ist, wie gesagt, etwas, was Flipside unbedingt gefixt bekommen muss. Jetzt geht es erstmal Richtung Rampe. Mistu, schöner Entry-Frag. Oder Waylander direkt von der Kiste. Keine Möglichkeit, dagegen zu halten. Rampe muss aufgegeben werden. Existence wieder auf Einzelkurse unterwegs. Der Lone Wolf. Und schon hauptsächlich abgezielt. Oh. Electronic macht da nochmal gut Damage. Das ist genau das Problem, wenn man nach unten geht. Da kann der Gegner in verschiedenen Positionen stehen. Und diese vier verschiedenen Positionen sind natürlich anfällig für Überraschungseffekte. Blade, super starker PZ50-Spieler, muss man auch mal sagen. Gibt nicht allzu viele, die PZ50 so unter Kontrolle haben. Und Blade macht das hervorragend. Oh. Jetzt XMS. Da links oder abgezielt, Markelov zum 2:4. Flipside gönnt sich da die Eco. Ah, das war wirklich eine richtige Eco. Ja. Da hat sich LDLC vielleicht ein bisschen zu sehr in Sicherheit gewiegt, dass sie da den Vorteil hatten, nach unten gegangen sind. Und auch das war wieder sehr umsichtig von Markelov, dass er abzielt, ob da jemand von hinten kommt, weil sie wussten ja eigentlich, wo die letzte Position ist. Blade hat mit der P250 wirklich ordentlich getroffen und das auch auf Long Range, wo man meistens noch den zweiten Hit braucht. Also, Flipside Tactics, die möchten hier doch nicht allzu viele Runden zulassen. Und das ist natürlich umso bitterer für LDLC, die hier eigentlich schon hätten mit 5 Runden dastehen müssen.
Aber sie haben direkt wieder unten den Spot eingenommen, über Schacht runtergegangen. Jetzt soll Existence hier Richtung Rampe arbeiten. Hört die Steps nicht in die falsche Richtung, aber er kommt nochmal vorbei. Und da kriegt er einen einfachen Frag gegen Waylander. Und da hat die Umsichtigkeit bei Waylander ein bisschen gefehlt. Existence bekommt auch noch den Frag gegen Blade. Blade hatte vermutet, dass Existence jetzt eher oben den Rampenraum unter Kontrolle bringt, damit seine Mates da nachschieben können. Aber das ist längst geschehen. World Edit, na, sieht, oder besser gesagt, checkt das Eck nicht, wo Alex sich aufgestellt hat. LDC spielt hier gerade wirklich gut. Also haben immer auf dem Schirm, was Flipside Tactics machen will, wie sie verschieben werden und schaffen es immer wieder, einen Spieler abzustellen. Makelov kann auch nur einen Frag holen. Ja, die Bombe muss noch im Vorraum geholt werden. Könnte eine Gelegenheit für Electronic sein, aber da ist Mistu zur Stelle unten. An der Pommes rausgelaufen. 5:2 und was jetzt noch dazu kommt, ist der Reset, den LDLC jetzt wieder bei Flipside Tactics hervorgerufen hat. Also vom runden Verlauf her läuft es hier gerade wirklich gut für LDLC. Ich bin auch sehr überrascht, dass Flipside so grobe Deckungslücken drin hat. Also da müssen sie sich gleich ein bisschen sammeln. Vielleicht wäre es sogar an der Zeit, langsam über den ersten Timeout nachzudenken. Einfach um sich nochmal abzusprechen, wo sind die Probleme, wo sind die Lücken. Wer hat da seine Denkfehler vielleicht sogar drin, die man unter Umständen rausbekommen kann. Makelov macht eigentlich einen guten Job außen. Aber es ist schwer, wenn die anderen Stellen der Map so problematisch sind. Makelov befindet sich ständig irgendwo im Retake oder im Verschieben. Oder muss irgendwie, das heißt, glaube ich, das erste Mal gefühlt, dass er außen wirklich zu tun hatte, also richtig zu tun hatte. Und dann wird er relativ schnell überrannt. XMS, schöner Headshot, aber World Edit bedankt sich direkt für den kurz offensiv stehenden Spieler. Kommt man an die Waffe ran? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Und LDLC nimmt erstmal so ein bisschen den Schwung raus. Ja, die Bombe jetzt auch da vorne liegen, was etwas ungünstig ist, da die offen zur Mech-Halle ist. Das heißt, World Edit könnte auch da einen Winkel wählen, um die Bombe zu decken, aber bleibt mit der P250 erstmal ein bisschen defensiver. So, da ist, glaube ich, niemand. Mistu macht jetzt den Frag gegen Electronic. Damit könnte jetzt sogar ein Spieler von LDLC über Main Richtung Außen laufen. Deswegen geht World Edit mal nach vorne. Und Blade, oh, der wird abgezielt. Und er hat ein gutes Timing. Er hat ein richtig gutes Timing. Er macht beide Kills. Wahnsinn-Shot von Blade. Krass, wie der gerade mit der P250 wegdrückt. Mistu im 1 gegen 2. 18 Sekunden. Oder wenn er die Bombe pickt, muss er in die Halle rein. Und der haut ab, aber da kommt dann World Edit zwischen Kiste und Mech-Halle raus. An dem kleinen Schlitz. Und Flipside Tactics holt die Runde. Was ein Timing von Blade. Und dazu noch dieses Aiming. Schaut es euch an. In Zeitlupe. Den ersten mit zwei Schüssen und direkt der Hit gegen Existence zwischen die Augen. 3:5 und so hält sich Flipside nochmal im Spiel, die nächste Eco, die an das Team geht. Also die Ecos sind effektiver als die eigentlichen Waffenrunden. Ja. Nichtsdestotrotz, denke ich, lösen sich die Probleme von Flipside ja nicht in Luft auf. Sie müssen weiterhin daran arbeiten, dass sie die Halle unter Kontrolle bekommen. Sie müssen weiterhin LDLC hier blocken, vorne vor allem an der Pommes. Das ist eine problematische Position. Blade steht da immer noch sehr offensiv. Dass er versucht, den Gegner schon vorne dieser kleinen Lücke dort zu blocken. Was eigentlich ja ungewöhnlich ist. Und das ist auch ein neuer Winkel, den wir gerade bei World Edit gesehen haben. Der ist erst in der aktuellen Nuke-Version mit reingekommen. Waylander, wo ist Alex geplatzt? Ich hab's nicht ganz gesehen. An der Rampe? An der Rampe, ja. Dieser Winkel von oben, vom Catwalk rein in die Pommes. Den gibt es erst in dieser neueren Variante. Da verliert jemand das Loch nicht. Wieder Waylander offensiv an der Rampe und wieder wurde er abgestellt. Also LDLC macht das bisher sehr gut, den Finn dort einfach komplett auszuschotten, dass er nicht so offensiv geht. Er macht das halt ganz gerne. Und dann die kurze Flasche World Edit zu verjagen. Teunus schoss in den Kopf von World Edit. Rampe damit in der Hand von LDLC und damit ist auch der Weg nach unten frei. Ja, Flipside verschiebt recht schnell. Nicht unmöglich, das noch zurückzuholen. Gerade durch diesen Türraum, der da unten hinzugekommen ist auf der neueren Version von Nuke. Tornu zielt nach hinten ab. Natürlich ist der Vorteil erstmal bei LDLC. Wir haben die Bombe gelegt, aber verlieren Existence. Tornu auch nochmal einen Blick in den Schacht geworfen. Jetzt hat er den Step gehört. Und den Frag muss er machen, er verschießt. Geht auf die Tech-9. Aber verliert dann das Duell gegen Makelov. Electronic holt auch noch XMS. Ist nur noch Mistu. Der hat 2 HP. Die Bombe wird defused.
Mistu muss natürlich hin, macht den Frag. Da kommt die Smoke auf die Bombe drauf. Da könnte man jetzt nochmal zum Diffuse gehen. Der kommt auch, aber nur angefaked. Er sprayt ein bisschen, kommt noch weg durch den Sprung. Oh. Den Schüssen ausgewichen. Und dann fliegt die Flash rein. Er ist ein bisschen blind, verschießt und deswegen kann Makelov den Kill machen. Oder war eine Gelegenheit, aber die Bombe tickt schnell. Das reicht nicht. Allerletzte Sekunde. Und da ist auf jeden Fall Diskussionsbedarf bei Flipside entstanden, dass er das so lange noch Zeit hatte. Vielleicht gab es einen Fail-Call, vielleicht kam irgendwo die Information an der falschen Stelle raus. Denn niemand hat wirklich Richtung Tür geschaut. Und die einzige Position, die wirklich an die Bombe rankam von der Verteidigung, war diese kleine Tür. Eieiei. Und dementsprechend war, glaube ich, Makelov ziemlich pissed, dass seine Mates ihn da nicht vernünftig gedeckt haben. Ja, verständlich. Und völlig zu Recht. So, und jetzt haben wir die Echo. Es gibt den Versuch, hier die Bombe irgendwie nach unten zu bekommen, beziehungsweise ist nur ein Spieler, der darunter gedroppt ist. Ja, wieder Existence. Es könnte unter Umständen sein, dass Blade das nicht mitbekommen hat. Doch, er guckt Richtung Schacht, da kommt einiges aus der Pommes raus. Er hat ordentlich Backup. Blade sprayt sich einen ab. Und trotzdem kommt sie ganz gut in die Halle rein. Drei Mann ausgeschaltet, aus mit diesem wenigen Equipment, völlig in Ordnung. Und da ist man nicht glücklich bei Flipside und das zu Recht, denn das kostet erstens viel Equipment. Und hat auch immer wieder Chancen, wenn er ein bisschen mehr vorhanden ist. Flipside hat auch gegen Vega Squadron auf Nuke gespielt. Und hatte auch dort ihre Probleme. Aber Vega hat dort auf der CT-Seite unheimlich gut geflankt. Ich hatte das ja schon mal angesprochen. Blade hat das im Interview gesagt, dass sie darauf nicht wirklich klargekommen sind. Dass sie jetzt hier auf der CT-Seite schon solche Probleme haben, das wundert mich doch etwas. Und der Druck, den LDLC aufbaut, der ist unheimlich krass. Flipside kommt überhaupt nicht damit klar, dass LDLC gar nicht lange abwartet, sondern immer schnell spielt. Und das habe ich auf Cash so ein bisschen bei LDLC vermisst, dass sie das Tempo anzieht. Blade hier mit einem YOLO-Move, mit der Flash durch die Smoke, noch kein Backup von seinen Mates da. Er versucht die Runde an sich zu reißen und schafft das nicht. Und da ist für Electronic und Makelov nichts zu holen. Die müssen weggehen, müssen die AK und die M4 saven, sowie das Equipment, das sie dabei haben. Und dann vielleicht nochmal in der nächsten Runde versuchen, Schaden zu machen. Aber es könnte sein, dass das Geld bei Flipside schon aufgebraucht ist. Makelov hat nur 550. Oh ja. Oh ja, das wird eine Eco für Flipside Tactics. Oder die restlichen drei Spieler forcen halt dazu. Was aber auch ein hohes Risiko wäre. Du möchtest ja so wenig Ecos wie möglich spielen. Ja, vor allem, wenn man jetzt einmal sparen würde, könnte man den nächsten wieder kaufen. Das heißt, man hat jetzt einen halben kleinen Force Buy mit dem Equipment, was da ist. Und könnte dann in der nächsten eine ordentliche Kaufrunde spielen. Das lohnt sich in allermeisten Fällen. Der einzige Grund, vielleicht dagegen zu halten, könnte sein, dass man hier den Gegner halt auch auf wenig Equipment setzt, wenig Geld setzt. Aber wir sehen es, LEC hat eigentlich genug. Ja. Trotzdem wird er bei Flipside links gegengekauft. Sie kaufen durch. Und das könnte so die erste kleine taktische Fehlentscheidung auch sein. Ja. Denn das kostet jetzt natürlich eventuell eine Buy-Round. Aber vielleicht kriegen sie es unterbunden. Soll schnell Tür rausgehen. Electronic kann den ersten picken und relativ lange dort in Deckung gehen. Und da ist allerdings Mistu angelaufen. Nichtsdestotrotz sieht es so aus, als ob sie es unter Kontrolle halten. Und ich glaube, da hat sich LDLC verschätzt. Ich weiß nicht, was sie in ihrer Planung damit drin hatten. Ob das jetzt ob sie den Gegner auf wenig oder viel Equipment gesetzt haben. In beiden Fällen finde ich es irgendwie Quatsch, aus der Tür rauszurennen. Denn wenn man meint, dass der Gegner nichts hat, nur Pistols und die beiden Rifles, dann möchte man nach Möglichkeit nicht so viel Chaos auslösen und einfach rausrennen, sondern sucht lieber ordentliche Duelle mit klar strukturierten Kanten und klar strukturierten Goals. Und wenn der Gegner mehr Equipment hat, dann ist Hullrushen immer noch doof, weil dann fliegt der Molotov entgegen. Dann fliegen eventuell Granaten entgegen, genau. Und nichtsdestotrotz hast du trotzdem deinen kleinen Waffenvorteil auch noch aufgegeben. Also, merke, wenn man im Vorteil ist, lässt man meistens die Finger von der Halle. Das ist so eine kleine Grundregel auf Nuke, die ganz viele Leute schnell nicht verstehen. Zumindest dieses schnelle Rushen. Überhaupt generell, Choke Points Rushen ist immer ungünstig, wenn man einen Vorteil eigentlich hat. Auf Nuke gibt es ja fast nur Choke Points. Warte, nur alleine außen. XMS macht einen Doppelkill in der Halle. Und da kommt Toynu über Main und schnappt sich World Edit, der überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass noch jemand über außen kommt. XMS mit dem nächsten Kill. Flipside Tactics, die bekommen ihre Waffenrunden wirklich kaum effektiv eingesetzt.
LDC spielte hier komplett an die Wand und ich hätte LDC jetzt wirklich nicht als überkrasses Nuke-Team eingeschätzt. Aber so wie sie ihre T-Seite hier spielen, haben die richtig Bock. Und so wie Existence hier ansagt, glaube ich das gut und gern. Also sehr schön hier gerefragt. Und dass er Electronic holt und der nicht den Refract macht, lag glaube ich daran, dass Electronic sogar noch angeflasht war und deswegen nicht schnell genug reagieren konnte. Einfach durchgespielt hier gerade die T-Seite auf Nuke. Und Flipside Tactics, die müssen sich jede Runde gut überlegen, ob sie kaufen. Die haben kaum eine Runde, wo sie mal sagen können, wir wissen, nächste Runde können wir nochmal nachkaufen. Also sie sind ständig am Sparen, ständig, oder machen ständig einen Force-Buy, wo halt auch mal das Equipment ein bisschen fehlt und gerade das fehlende Equipment kann auf Nuke sehr schmerzhaft sein. World Edit kurz am Abgang gezeigt. Toinu zielt das jetzt natürlich ab. World Edit hat die Position aber auch schon wieder gewechselt. Könnte sich jetzt hier einfach an den Schacht stellen. Aber auch da hat LDLC immer einen Blick hingeworfen. So, mal sehen. Jetzt macht LDLC das nämlich richtig. Gegen die Eco langsam aufbauen. Ja, und so einen Frag dann mitnehmen. Absolut. Damit hat man die Distanz auch so ein bisschen. Man kann sich relativ zurückhalten, wenn man es nicht unbedingt überstürzen will. Und dann am Ende sammelt man sich Miso mit einem Double Triple sogar. Eigentlich den anderen weggetackert. Und dann geht die Runde auch sauber auf das Counter von LDC. Und somit werden wir hier auf jeden Fall schon mal eine Führung sehen. Und sowas ist auf Nuke auf der T-Seite. Dann natürlich Doppel-Dreifach-Führung. Dann sind sie alle in die Tür reingelaufen, ja. Miso. Hat das schön abgeholt. Sauber abgamed. Da ist er da reingelatscht und er hat sich gegönnt. Und jetzt gucken wir mal, was bei Flipside mit diesem mäßigen Buy hier antanzen kann. Sie haben immer noch eine Pumpgun, die oftmals auch sehr gut einsetzbar ist hier auf Nuke. Man hat viel Nahkampf, gerade wo Blade steht, natürlich auf der Pommes. Ich erinnere an Hikos Auto-Pumpgun-Geschichte. Und auf der anderen Seite haben wir dann natürlich eine Ump und eine Farmers. Und die Ump ist auf Nuke zum Teil schwierig, weil man die halt nur positionsbedingt spielen kann. Und gerade wenn man schnell verschieben will, geht dann da oftmals ein bisschen was aus. Blade hat auch nicht Damage abbekommen. Und jetzt kommt Taino außen gegen Markelov. Da hinten waren die Reste an der Wand. Das war wohl ein Pick von der City Base. Und LDLC arbeitet sich wieder sauber und solide vor. Genauso wollen wir das sehen. Und was sagt man dazu? Es sieht so aus, als ob LDLC hier mächtig. Ich bin gerade nur noch mit dem Kopf am Schütteln. Weil eigentlich hat Markelov, die haben alle gut gespielt auf Cash. Markelov hat gegen Vega auf Nuke außen einen super Job gemacht. Die haben sich sehr gut supported an der Stelle. Und davon sehen wir überhaupt nichts. Außen ist immer angreifbar für LDLC. Na, ich würde Markelov da nicht so den schwarzen Peter zuschieben. Nee. Weil Markelov hat eine sehr schwierige Aufgabe sowieso mit außen. Und er ist einfach unendlich oft da am Verschieben gewesen. Er ist immer irgendwie, musste irgendwie in die Halle nachziehen, weil seine Mates da gefallen sind, gerade in den ersten Runden. Und es ist klar, dass deine eigene Leistung darunter leidet. Oh, da rechts ist er. Gecheckt. Wollte dit. Immer noch 100 HP. Positionswahl, Electronic mit dem Double Kill. Gibt's da noch mal ein Ründchen oben drauf für Flipside? Ja, Toino, irgendwie kommt er da durch. Wie hat er das denn gemacht? Das ist die Wiesel-Taktik und Electronic dann doch noch mal zum 8-7. Ich glaube, da war sich LDLC etwas zu sicher, dadurch, dass sie den Spieler am Catwalk haben, dass sie gut in die Halle reinkommen. Und diese eine nicht gecheckte Position hat dann doch für sehr viel Chaos gesorgt bei LDLC. Ja, und dann zusätzlich hatten sie das Gefühl, dass sie diesen Bonus-Spieler oben haben. Ja. Und der wird auch noch so ekelhaft abgeschimmelt. Aber wieder sauber gemacht von Electronic. Ich meine, 8-7 ist dann noch okay, vorsichtig ausgedrückt. Aber eigentlich sagt man, mach schon mal zweistellig auf der CT-Seite, dann ist es auf jeden Fall holbar. Aber ein 8-7, schon ein deutlicher Vorteil für LDLC, würde ich sagen. Aber auch die müssen ihre CT-Seite erstmal ins Rollen bekommen. Ich wollte gerade sagen, wir wissen halt noch nicht, wie das auf der anderen Seite aussieht, wie gut ist jetzt die Seite von LDLC. Sie haben es auf jeden Fall in der Hand. Sie können das aus eigener Kraft locker gewinnen. 8 Runden auf der T-Seite auf Nuke müssen genug sein, dass man eine brauchbare City-Seite hinlegt und das Ding alleine holt und nicht darauf angewiesen ist, dass der Gegner Fehler macht. Aber auch hier hängt wieder ganz viel davon ab, ob keine harte Schwachstelle ist. Ist natürlich
Ja. Ein lustiger Ausdruck, ein Oxymoron. Ja, eine harte Schwachstelle ist. Aber ist da echt ein Fachausdruck für? Oxymoron, glaube ich. Hab ich noch nie gehört. Eine Redewendung oder ein Begriff, der sich selbst widerspricht. Ja. Wenn ich jetzt komplett falsch liege, lach mich ruhig aus. Aber ich glaube, das war das Wort dafür. Ich würde nie jemanden für sowas auslachen, wenn es falsch wäre. Weil ich habe zum Beispiel noch nie was davon gehört. Da wäre ich nicht im Recht zu lachen. So, es geht direkt an die Rampe. XMS fängt an Headshot. Existence kann auch keinen Kill machen. Und Electronic hat noch 100 HP. Der geht weiter nach vorne. Kein zweiter Frag für ihn. Aber er macht nochmal viel Schaden. Da wird XMS auch noch gefunden. War ja schon angeschossen. Oh, und Toinu. Naja, da unvorsichtig ist. Da dachte ich, geht Blade vielleicht noch auf den Messerkill. Aber der spielt natürlich auf Nummer sicher. Als Ansager möchtest du deinem Team auch immer ein bisschen Sicherheit vermitteln. Also, was dein Spielstil angeht. So, und damit die Pistol Round für Flipside. Oh mein Gott, im Sprung. Mistu hat aber keinen Bock mehr. Ja. Was soll Mistu denn da machen? Klar, er wird gecheckt, aber dass das Ding auch noch in die Fresse geht. Vielen Dank, dass sowas funktioniert. Ja gut, die Glock hat an sich... Die Glock ist noch recht genau im Sprung und im Laufen. Richtig. Ja. Die First Shots... Accuracy der Glock ist, glaube ich, im Laufen fast genauso wie im Stehen. Na, jetzt sind die Jungs von Flipside also ziemlich schnell unten. Versuchen jetzt natürlich den Spot unten von beiden Seiten einzunehmen, damit man nicht überrascht wird, damit nicht irgendwo noch einer sitzt. Alex, er hat auch kaum Informationen gehabt, ist da mehr oder weniger apropos blauäugig da reingelatscht. Mistu an der Rampe. Das ist aber auch der Kill zu weit hinten, um da wirklich an die Waffe ranzukommen, denke ich. Das ist für LLC jetzt eigentlich eh kaum machbar. Sie kriegen zwar jetzt nochmal einen Frag durch Existence, aber der ist jetzt auch alleine gegen 3. In dem Moment, wo die Bombe gelegt wird und du in der Unterzahlsituation bist auf der CT-Seite und du hast ja kein Kit in diesen Force-Buy-Runden, da ist das Geld einfach nicht für da, weil du ja auf das Kevlar gehst, zusätzlich zur besseren Pistole, um den Schaden zu verteilen. Die Runden gewinnst du nicht, wenn die Bombe gelegt wurde oder nur, wenn du einen ganz schnellen Retake spielen kannst. Sondern die gewinnst du vorher. Versuchst den Gegner schon daran zu hindern, auf den Spot zu kommen. So, und damit die zweite Runde für Flipside. Gehen damit in Führung. 9:8. Und LDC wird natürlich nochmal eine Eco einlegen. P250 nochmal dazu, damit unter 2000... Ich bin da echt kein Fan von Force-Buy-Runden auf der CT-Seite in der zweiten Runde. Dafür ist mir die vierte Runde, die erste Waffenrunde immer zu wichtig. Aber das ist so meine persönliche Meinung. Ich kann das schon verstehen. Es ist natürlich auch einladend. Ja. Die Pizza 50 sind nur $300 und wenn man die 300 halt bekommt, dann hat man schon einen riesen Vorteil mit der Piste manchmal. Als CT vielleicht nicht ganz so schlimm, weil die USP doch recht brauchbar ist, auch gegen Helme. Aber gerade als T, der Unterschied zwischen Glock und Pilzer 50 ist halt gigantisch. Ja, das ist, mit der Glock hat man fast keine Chance, ein Duell zu gewinnen. Ein richtiges Duell. Ja. Und mit der Pilzer 50 kann man ganz schnell mal jemanden wegschießen. Deswegen frag mal Blade. Bindet man sich die $300 oftmals ganz gerne trotzdem ans Bein. Auch wenn es bedeutet, dass einem das Equipment dann in den nächsten fehlt. Ich meine, es kann halt eine Smoke bedeuten. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas für Flipside in der Runde anbrennen wird. Toinu kriegt auch keinen Kill mehr. Flawless. Ganze Schose da an Flipside Tactics. Und schauen wir mal, was LDLC jetzt auspacken kann. Sie gehen dann halt auf Doppel-Molotov, aber dafür hat Alex keine Smoke, die eigentlich fast die wichtigste Granate in CSGO ist. Der Molotov gehört auf Nuke zum Equipment einfach dazu. Ja. Damit kannst du den Halle-Block halt sehr gut spielen. Rampe kannst du mit einer Smoke schon sehr gut blocken, da muss es nicht unbedingt der Molotov sein, der ist da schon ziemlich teuer auf der CT-Seite. So macht sich das halt auch schon bemerkbar, dass der CT, diese Incendiary Grenade, auch etwas teurer ist als auf der T-Seite. Und auf der T-Seite nutzt du Molotovs halt vor allem, um Positionen auszuschließen. Genau. Hier hat man einen Spieler unheimlich schnell unten im Abgang drin. Alex hat das aber sofort auf dem Schirm. Dafür könnte natürlich ein Spieler in der Halle fehlen. Toinu wird gerefragt. Die Rampe noch nicht offen. Da steht ja noch Mistu. Alex macht seinen Kill gegen Electronic. Die Halle ist jetzt aber unter Kontrolle von Flipside Tactics. Da steht noch XMS in der Pommes. Damit haben sie nicht gerechnet. Und der ist rausgekommen.
Nee, der ist gefallen. Okay, wir haben eine 3 gegen 2 Situation. Molotov vor den Schacht, damit der Spieler da nicht schnell hoch kann. Sie wissen, dass Alex da noch unten steht. Waylander nutzt das jetzt. Sich so zum ersten Mal, dass man das direkt richtig ausnutzt. Oh, und er kriegt den Kill gegen Alex. Starker Shot. Er sieht die Flash, er macht den Kill. Schön von Waylander. Oh, das wirklich gut. Das ist natürlich auch eine riesen Änderung an Nuke, dass du ohne Hilfe auf den Catwalk hochkommst. Das sieht man wirklich, du hast es schon gesagt, das sieht man viel zu selten. Die Spieler scheinen relativ eingefahren auf die alten Verhaltensweisen zu sein. Und das sollte eigentlich viel öfter eingesetzt werden, denn das ist eine gute Möglichkeit für den Afterplan, für die Ts, dass man halt eben sich in eine viel bessere Position bringt. Ich erinnere mich, früher hat man halt gerne versucht, noch einen Spieler irgendwie verzögert, außen über die Rampe zu schicken, der dann halt den Catwalk hochgeht, einfach um diese gute Position zu haben. Und jetzt muss man das nicht mehr mit so einer Guerilla-Aktion machen, sondern jetzt reicht es, wenn man dann jemanden halt in dieser kurzen Zeit zwischen Bombenplan und Retake da einfach um über die Leiter schickt, also über die Mittelstrebe. Das LDLC ist Hoffnung natürlich, dass sie der Deagle vielleicht noch die Long Range ein bisschen Damage machen können. Aber das Thema Flipside ist halt immer auch verbunden mit einer gewissen Sicherheit. Haben wir vorhin auf Cash so gut gesehen. Umsichtig scheinen sie sich da relativ wenig Fehler zu erlauben. Und das sehen wir auch hier relativ deutlich. Ich gehe davon aus, dass es mehr oder weniger flawless wird, je nachdem, ob Existence vielleicht noch einen Deagle Headshot von sich geben kann. Dagegen kann man nie was tun, egal wie sauber man spielt. Netter Sprung auf jeden Fall. Mit der MAC-10 geht sowas. Ja. Und Existence irgendwie komplett überfordert, dass der da noch so weghüpft. Wer rechnet denn damit, dass der da noch so runtersegelt? Das ist halt Paraglider, der Electronic. Das ist sein Hobby neben CS. Und LDLC hat halt auf der T-Seite so viel, oder auf der T-Seite so viel davon profitieren können, dass Flipside Tactics halt keine Sicherheit ausgestrahlt hat. Und hier auf der T-Seite sieht das auf einmal ganz anders aus. Wir sehen hier ein sehr T-lastiges Spiel auf Nuke, zumindest für Nuke-Verhältnisse. Und vielleicht hat sich das da doch noch gelohnt, dass Flipside Tactics da 7 CT-Runden holen konnte. Mal sehen, ob die erste wirkliche Waffenrunde, die zweite Waffenrunde von LDLC, mehr Erfolg bringt. Und Flipside spielt nicht schnell, haben jetzt diesmal noch niemanden schnell in den Underground geschickt. Die erste Waffenrunde ist ja einfach nur durch ein gut ausgespieltes 2 gegen 3 geholt worden. LDLC hat hier ein bisschen mehr Fokus auf die Halle. Aber auch da können wir den Unterschied zur ersten Waffenrunde ansprechen. Durch die schnelle Abgangkontrolle, bevor ich das ausführe, es geht in die Halle rein. Schöner Go, Waylander und Electronic mit den Entries. Die Halle ist gefallen. Und das durch gut platzierte Flashes wieder reingekommen. Doppelsmoke an die Main. Natürlich unglücklich, aber man hat immer noch eine übrig, immer noch einen Molotov. Und da geht LDLC gar nicht erst in den Retake. Die ziehen sich zurück. Und um einen Gedanken von eben nochmal auszuführen, warum hatte LDLC in der ersten Waffenrunde die Halle-Kontrolle nicht so gut halten können? Sie mussten Alex direkt runterschicken, weil einer am Abgang durch war. Und dadurch fehlt natürlich ein zweiter Spieler in der Halle. Alleine kannst du die Halle nur semi-optimal decken. Es gibt da Möglichkeiten, viel Schaden zu machen, aber das ist nicht einfach. Vor allem nicht gegen den Flipside Tactics, die ja sehr umsichtig spielen können und auch immer sehr auf den Refrag bedacht sind. Es war natürlich dann auch der Frag von Waylander gerade, dass er da einfach einduckt in die Main und sofort den Spieler auf der Pommes ausschaltet. Ja. Und dass er den zweiten hinterm Schacht natürlich komplett alleine dastehen lassen. Ja, Flipside Tactics. Die Jungs wollen hier wirklich noch durchmarschieren. Es steht schon 13-8. Also, was war das denn für ein Game-Show-Sound? So einfach, keine Ahnung, jetzt kommt die Bonusrunde oder sowas. Ja, aber es ist noch nicht Matchpoint. Es ist noch 13-8, genau. Runde, ja. Ist noch ein bisschen Zeit, keine Frage. Aber LDLC muss natürlich jetzt wieder zu Geld kommen, das ist das eigentlich Interessante. Sie müssen nicht nur schauen, damit zwei große Aufgaben, sie müssen nicht nur schauen, dass sie da mal einen Riegel vorschieben. So eine CT-Runde kann man schon gut holen. Muss eigentlich nur sein, dass Waylander den er nicht holt auf der Pommes direkt. Er hat eine Nachteilsposition, so ein Duell kann man gut und gerne mal verlieren. Ja. Und schon würde die Runde in die andere Richtung gehen. Das Interessante ist aber halt, sie müssen zusätzlich auch noch genug Runden in Folge holen, um ein kleines Geldpolster aufzubauen. Das wird eine schwierige Aufgabe. Das wird eine richtig schwere Aufgabe. Warum haben sie jetzt wieder eine Waffenrunde verloren?
Das heißt, jetzt müsste eigentlich wieder eine Eco kommen, haben noch die AWP verloren. Gut, sie haben noch zwei Rifles saven können. Das, ja, das müsste reichen, weil sie haben jetzt den Loser-Bonus ja auch schon. Ja, das stimmt. Aber da werden wir wahrscheinlich noch einige UMPs dann sehen. Vielleicht fahren wir. Der Loser-Bonus schon komplett. Na, ich meine, ja, oder? Der Loser-Bonus ist schon komplett, ja. Kriegst du 3-4, zwei Leute haben durchgebracht, das heißt, die können jeweils legen. Dann hast du zumindest schon mal 4 ja. M4. Ja. Und dann einer spielt dann Farmers und ein bisschen Equipment oder sowas. Dann halt UMP und komplettes Nate-Set. Oder Autoschrotflinte. Ja. Oh, das wäre natürlich auch gut. Ja, so eine XM, den NKJ machen. Die Sache ist es, dass das Flipside zumindest in dem, was wir bisher gesehen haben, recht viel über Außen spielt und dann halt über die Main arbeitet. Das heißt, die Autopumpgun hat da auch einen kleinen Nachteil, weil die Distanz nicht gering genug ist, um einen relativ sichere One-Shots eben mit der Pumpgun zu machen. Und dann hilft dir die Autopumpgun auch nur geringfügig, wenn du dann gegen den Rifle verlierst. Naja, egal, lange genug spekuliert darüber. Wir haben, wie gesagt, jetzt diese kritische Phase. Ja. 4x M4, eine Farmers. Ungefähr so, wie wir es uns schon gedacht haben. Und es fehlt aber trotzdem natürlich ein bisschen an Granaten. Und Edit zielt die Rampe an, Alex. Mit dem Blick nach außen, aber er hat sogar noch ein bisschen Backup. Sie ist schon wieder direkt geplatzt. Wo hat es den erwischt? Ich habe keine Ahnung. Wer hat den Kill gemacht? Das war Waylander. Ich vermute. Gucken, ob wir den irgendwo Pommes oder außen. Irgendwo liegen sehen. Hallo, Alex. Oh, wow, wow. Wieder runter. Da kam Elektronik ins Bild geflogen. Fotobomb. Tainu abgesmoked. Und jetzt hat man wieder Abgang eingenommen. Tainu hat die Flash in den Rücken bekommen. Der wird hier einen einfachen Kill bekommen. Ah, verschießt. Faster wird gerefragt. Blade. Dann doch noch rechtzeitig zur Stelle gewesen. XMS ist schon durchgepusht. Und das könnte ein wichtiger Kill für LDLC gewesen sein. Denn jetzt hat man wieder eine 2 gegen 2 Situation. XMS an einer recht guten Position. Miss 2 kann ansagen, dass am Abgang nichts mehr steht. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr hoch, dass es eher in die Halle reingeht. XMS bleibt da aber erstmal ruhig. Auch das vollkommen richtig. Vielleicht läuft ihm ja noch jemand entgegen. Aber was hat Flipside vor? Sie haben viele Möglichkeiten. Er hat doch die Bombe safe am Abgang. Miss 2 hat die Bombe safe. Und deswegen auch der Laufweg von Blade. Waylander sollte hier noch geduldig sein, aber es sind nur noch 25 Sekunden. Wenn sie XMS könnten sie auf dem falschen Fuß erwischen. Miss 2 hat sich jetzt verraten, damit weiß Waylander, wo Miss 2 zu finden ist. XMS macht den Kill, jetzt kann die Bombe gepickt werden. Oh, 16 Sekunden, das könnte gerade so reichen. Da kommt die Halle rein. XMS dürfte ihn jetzt gehört haben. 10 Sekunden, er geht nach unten. Oh mein Gott. Und er muss da hinterm Silo liegen. Das ist wirklich knapp, das ist wirklich knapp. 4. Oh, das reicht. Natürlich wird er voll. Nein, XMS hat abgebrochen. Er war sich nicht sicher. Oh, es reicht, Waylander! Nein! Boah! Was eine Runde! Er weiß ganz genau, wie lange er braucht. Er weiß ganz genau, wie schnell er auf dem Spot sein kann, wie schnell er das Ding blenden kann. Und XMS hat sich nicht getraut, hinterher zu gehen, weil er sich nicht sicher ist, ob das vielleicht noch ein Fake ist. Ist die richtige Entscheidung in den meisten Fällen. Also ich zieh bei sowas immer den Plan durch. Den nehme ich dann mit. Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Aber das Risiko ist halt da. Also die meisten Leute sollten den Plan durchziehen. Aber es kann natürlich auch sein, dass er sich um eine Sekunde verschätzt hat oder sowas. Und dann ist es gefährlich, mit ihm da reinzulaufen. Dann kann man ihn verhungern lassen. Manchmal kriegt man die Runde umsonst, weil der Gegner nicht rechtzeitig am Plan ist. Naja, das ist natürlich bitter. Denn das kostet LDLC hier die Chance, wieder aufzuholen. Denn die hatten eine ganz gute Gelegenheit. Das hätte eben die Runde sein können, die sie wieder zurück ins Spiel bringt. Ja, diese Situation war eigentlich so hart erkämpft von LDLC. Das ist richtig bitter, dass das noch weggeht. Aber einfach gut gemacht von Waylander. Existence oben am Catwalk. Jetzt hat man da schon einen oben am Eis. So nennen wir das. Die Klimaanlage da oben. Eis? Ja, irgendjemand hat das mal Eis genannt. Ich habe das dann so mitgenommen. Hm. An sich ja eine neue Position, weil diese Deckung gab es da oben ja gar nicht in der alten Version. Es war einfach nur ein schräges Dach. Wir haben einfach Höcker gesagt. Kamel, oder was? So. Genau, nennen wir es Kamel. Ich bin dafür, dass wir es Kamel haben. Haben wir den Catwalk und das Kamel. Ja. Ja. Können wir einen ganzen Zoo auf Nuke aufmachen. Oh, Alex. Unten, der Abgang auch wieder unter Kontrolle, muss mit der UMP natürlich nach vorne und er kriegt einen einfachen Kill. Und vielleicht auch noch den zweiten, aber
die P250 mal wieder. Makelov oben am Catwalk ist gefunden worden. Da sind drei Leute noch in der Halle. Aber das ist natürlich auch viel Information. Jetzt kann die Bombe gelegt werden. Offen für die Rampe. Der Molotov kommt vorne rein. Natürlich will man da den Kill mitnehmen. Electronic bekommt ihn auch noch. Der Molotov breitet sich da natürlich immer noch fies aus. Und Electronic nutzt auch hier diese neue Deckung. Und wartet da noch, aber wird natürlich abgezielt. Und jetzt kann er da ein bisschen rumgammeln. Muss noch von der Rampe mit einem rechnen. Macht einen Kill, damit ist sein Mate gefallen. Wird von oben angerannt. Existence mit dem Kill. Da ist zwar kein Kit, aber das reicht von der Zeit, um durchzuziehen. Und damit bleibt LDC zumindest in dieser Runde noch im Spiel. Aber auch das wieder hart erarbeitet worden. Also sicher ist was anderes. Ja, war eine schwierige Position, in der sich die beiden Spieler da wiedergefunden haben. Gerade der unten im Dunklen. Ja, natürlich so gut wie keinen Bewegungsspielraum. Und es wird auf beiden Seiten die ABP ausgepackt. Also das ist ganz interessant. Wie gesagt, du hast es vorhin angesprochen, Nuke eigentlich nicht so die klassische ABP-Map. Da ist man sehr eingeschränkt. Rampe kann man gut mit der AWP spielen, außen kann man ganz gut auch mit der AWP decken, aber auch nur bis zu dem Zeitpunkt, wo man gezwungen ist, sich da so ein bisschen zurückzubewegen. Es gibt ein paar bestimmte Winkel, wo man die AWP auf der T-Seite einsetzen kann, zum Beispiel aus der Pommes raus, gucken, ob man nach oben jemanden unvorsichtiger erwischen kann oder halt eben auch außen auf den First Strike gehen. Rampe in Ausnahmefällen, meistens hat man da eher den Nachteil. Und dann war es das. Und dann steht man da und hat die AWP in einem defensiven Aufbau und weiß nicht ganz, wohin damit. Also ist das immer ein sehr großes Risiko, die AWP hier auf der T-Seite zu spielen. Ein relativ großes Risiko geht auch Mistu ein. Er steht, stand zumindest aggressiv an der Smoke, also mit einer guten Flash. Gibt auch Teams, die da dann durchpushen. Mistu dann weggeflasht worden, er muss nach unten. Das ist natürlich immer so eine Timing-Geschichte, ob du noch schnell genug wegkommst. Ramperaum. Er gehört auf jeden Fall erstmal Flipside Tactics. Die haben aber Waylander am Abgang verloren. Alex kommt dann nochmal über den Vorraum nachgeschoben, macht auch noch den zweiten Kill gegen Blade. Mistu findet Makelov, die Bombe ist unten down. Und Electronic ist im 1 gegen 5. Er hat noch 35 Sekunden. Das wirkt im ersten Moment recht viel, aber die Zeit verrinnt da dann recht schnell. Am Ende stehst du da bei 20 Sekunden vielleicht noch gegen 2 oder 3. Wenn überhaupt. Hier kommt es nicht mal dazu. Keine Chance. 10. Runde für LDLC. Und das Timeout von LDLC hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also direkt danach 2 Runden, da hat man die richtigen Umstellungen gemacht. Woran hat es jetzt genau gelegen bei LDLC? Was läuft jetzt besser? Oder war es einfach nur mal kurz den Lauf unterbrechen bei Flipside und ein bisschen Luft holen? Ja, ich denke, jetzt kommt einfach eine normale CT-Geschichte zum Vorschein. Ist nicht unbedingt was Besonderes, sondern haben vielleicht einfach auch nur noch mal abgesprochen, wo sind so Kleinigkeiten, die vielleicht mal gefährlich werden könnten, kann man die direkt unterbinden. Makelov ist auf jeden Fall durch, kann sein, dass die ABP das nicht rechtzeitig mitbekommen hat. Alex wirkt auch ein bisschen überrumpelt, aber er hat trotzdem rechtzeitig die Waffe wieder in der Hand gehabt, um sich dagegen Makelov zu wehren. Über zwei Situationen, 5 gegen 3. Dementsprechend für Wolter hat natürlich viel Spielraum hier auch aggressive Aktionen zu starten und er wird belohnt für seine Dreistigkeit, dass er Alex da direkt aggressiv angeht. Ausgeglichen. Gleichzeitig hat auch Waylander Erfolg gehabt und trotz allem ist das für die Ts schon eine Menge Raum, die sie da eingenommen haben. Das sind so die ersten kleinen wichtigen Duelle. Waylander, jetzt hat er das Ding umgedreht. Das Ganze ist ein Vorteil geworden. LDC verliert viel Map-Kontrolle, verliert viele Möglichkeiten, gerade weil diese zentrale Position oben an der Leiter, Heaven, Hell und der Weg Richtung Rampe jetzt natürlich weit offen ist, Sperrangel weit offen stehen. Mistu, Position ist bekannt, tappt aber den zweiten weg, wollte den relativ lange ohne Kill. Jetzt kommt Blade dazu. XMS, letzter Versuch und er muss ins Duell reingehen. Waylander hat ihn. 15 zu 10, Flipside Tactics. Holt sich hier die Matchpoints, die sie ins Finale schießen würden. Und es wäre völlig verdient, ja, muss man so sagen. Muss man entgegen sagen. Aller Vorteile, die LDLC ihnen hier entgegengeworfen hat. Sie hatten viele T-Routen. Sie hatten eine Halle-Schwachstelle ausmachen können, die Flipside immer wieder Runden gekostet hat. Und trotzdem kommt Flipside hier auf der T-Seite gut zurück, gut rein ins Spiel. Und wenn sie das jetzt hier gewinnen, dann ist es völlig verdient. Wir sehen
UMP Farmers und Scout bei LDLC. Und Flipside Tactics dafür halt mit komplettem Equipment, können hier auch Außensmokes werfen, vielleicht direkt wieder schnell einen Spieler in den Abgang schicken. Das baut sehr viel Druck auch auf die CTs auf, wenn man schnell einen Spieler im Abgang drin hat. Auf der T-Seite, Blade auch vorne an der Main schon. Sehr viel Außenkontrolle, aber Alex mit fast einem guten Timing. Besser gesagt, das Timing war gut, das Aiming nicht. World Edit holt noch Toy New Existence. Schon nach unten geschoben und Miss 2, den wird man gehört haben. Jetzt auch noch XMS gefallen, 5 gegen 2. Es sieht nicht nach einer Knochenregel aus, außer Miss 2 mit der Scout und Existence mit der M4 vollbringen hier jetzt noch ein Wunder. Jetzt ist Miss 2 gespottet worden. Für den wird es jetzt immer brenzliger. Existence sollte unterstützen. No Scope zum zweiten Pass. 7 AP und er holt ihn. Blade. Finale für Flipside Tactics. Und LDLC, die sind raus. Endstation im Halbfinale. Und sie hatten hier eigentlich die einzige Halbzeit, die wirklich gut aussah von Flipside Tactics, von LDLC, war diese erste Halbzeit auf Nuke. Diese T-Seite auf Cash wirklich nichts gerissen. Also wirklich nur ein paar Runden, die gut aussahen. Ich erinnere an dieses Deagle 3K von Alex. Aber an sich hat LDLC hier eine insgesamt recht solide Leistung auf dem Turnier gezeigt, bis auf dieses Halbfinale. Aber sie haben da auch einen sehr, sehr schweren Brocken bekommen mit Flipside Tactics. Ja, Flipside sicherlich hier der Turnierfavorit auch.